Danke, du kannst schon fahren. Ich warte, bis du drin bist. Ja, ist gut. Gute Nacht. Gute Nacht, Vater. Kommt nicht, merkwürdig. Er macht vielleicht noch eine Runde durchs Haus. Aber hat er eigentlich noch nie gemacht. Nicht um diese Zeit. Wir haben doch jetzt... Kurz vor 12. Ja. So steht er schon meistens da und wartet auf mich. Na, fahr ruhig schon los. Ich lass dich doch hier nicht stehen. Mich klaut hier schon keiner. Ich gehe durch die Nebentür. Da habe ich einen Schlüssel für. Die Tür ist ja offen. Schöne Schlamperei. Merkwürdig. Sei mal ruhig. Ich höre was. Was ist denn das? Ach, das sind die Maschinen im Labor. Die laufen die ganze Nacht durch. Wie in der Kühlung und so. Da brennen. Du musst die Klingel doch gehört haben. Ja, das verstehe ich auch nicht. Seine Tasche steht schon da. Im Treppenhaus ist Licht. Er muss oben sein. Martini! Martini! Was ist da? Martini? Du, das ist mir unheimlich. Ich habe ganz deutlich Schritte gehört. Lass uns runtergehen. Nein, ich habe hier die Verantwortung. Um 12 ist Ablösung, jetzt bin ich im Dienst. Das stimmt das nicht, wenn das Einbrecher sind. Ich muss nachsehen. Da kannst du doch allein gar nichts machen. Ja, Martini muss doch wo sein. Martini! Martini! Was ist mit dem Vater? Er ist tot. Ermordet. Vater! Vater! Lass heraus! Nein, Vater, lass mich nicht! Gib mich hier! Los. Vater, nein! Vater! Vater! Ich habe ihn noch weglaufen sehen. Ich wollte hinterher, aber plötzlich wurde mir schlecht, mein Herz. Sie können uns keine Beschreibung geben. Ich habe hier noch einen Schatten gesehen. Wie er gekleidet war vielleicht? Nein, tut mir leid. Mir wurde ja plötzlich schwarz vor den Augen. Herr Hinz. Herr Professor. Bleiben Sie liegen. Wie geht's denn? Herr Professor, Martini ist tot, ermordet. Ja, das habe ich schon gehört. Polizei? Ja, mein Name ist Klein. Ich bin Professor Braun-Gorre. Ist in mein Büro ist eingebrochen worden? Ja, bitte kommen Sie.
Mein Gott, was hat man mit ihm gemacht? Messerstich ins Herz. Mein Name ist Derek. Sie werden uns sicher nicht so schnell sagen können, ob Sie etwas vermissen, Herr Professor. Darf ich mal telefonieren? Ist das Telefon schon abgepinselt? Ja. Bitte. Wen wollen Sie anrufen? Herrn Dr. Haug, meinen engsten Mitarbeiter. Wissen Sie, ich hatte ihm hier eine Notiz hingelegt. Das ist sein Schreibtisch. Einen Zettel mit einer Notiz, dass er bestimmte Unterlagen, die ich zusammengestellt hatte. Kann ich telefonieren? Ja, ja, bitte. Dass er die im Tresor einschließen sollte. Ich kann hoffen, dass er es getan hat. 2 Uhr. Hoffentlich geht er noch an den Apparat. Ich hatte einen Abschlussbericht zusammengestellt für die Geschäftsführung. Der Bericht enthielt die Ergebnisse einer 3-jährigen Forschungsarbeit meiner Abteilung. Ich hatte nachmittags an dem Bericht nochmal gearbeitet und ihn dann da in den Schrank gelegt. Der Zettel ist nicht mehr da. Also muss Haug ihn gefunden haben. Hallo, Haug? Ja, hier ist Braun Goris. Tut mir leid, wenn ich Sie im Schlaf störe. Nein, nein, ich habe noch nicht geschlafen. Bei uns ist eingebrochen worden. Ja, ja, ein Einbruch. Ja, reden Sie weiter, Professor. Was für ein Einbruch? Eine Frage, lieber Haug. Ich hatte einen Zettel auf Ihren Schreibtisch gelegt mit der Bitte, dass Sie den Forschungsbericht, an dem ich noch gearbeitet hatte, in den Tresor einschließen sollen. Ich will nur wissen, ob Sie das getan haben. Ja, ja, den Tresorschlüssel haben doch Sie, den habe ich ja nicht. Ich weiß von keinem Zettel. Wann haben Sie mir den hingelegt? Um 5? Tut mir leid, ich bin gar nicht mehr ins Büro gekommen. Was ist denn eigentlich passiert? Der Forschungsbericht ist gestohlen worden und Martini, der Pförtner, ist von dem Einbrecher ermordet worden. Martini tot? Hallo? Hallo? Kann man den Tod nicht wegbringen? Ich kann wirklich schwer reden, wenn der tote Martini da liegt. Um Himmels Willen. Ein Toter. Kommen Sie. Auch hat den Zettel nicht bekommen. Das Manuskript ist also nicht im Tresor, es ist gestohlen. Sagen Sie uns doch bitte einmal präzise, worum es sich bei diesem Manuskript handelt. Um Forschungsergebnisse auf dem Gebiet der Sila Pharmaca, die eine Wende in der Arzneimittelforschung bedeuten. Forschungsergebnisse, die geheim sind, nicht wahr? Ja, ganz richtig. Wir haben nach bioaktiven siliziumorganischen Verbindungen gesucht und eine Reihe von Entdeckungen gemacht, die wirklich epochemachend sind. Es ist also demnach gezielt danach gesucht worden? Ja. Ja, ja, das muss man annehmen. Und wer könnte sich dafür interessieren? Ja, wissen Sie, diese Bio-Organo-Silizium-Chemie, die ist so etwas wie wissenschaftliches Niemandsland. Eine ganz neue Disziplin, an der zurzeit nur wenige Institute in der Welt arbeiten. Aber sie zeigt unerhört neue, verlockende Perspektiven, auf die wirklich aufregend sind. Also alles, was hier vertraulich behandelt werden muss, das wird abends in den Tresor gesperrt? Ja, das ist die Regel. Ist es eine feste Regel, sozusagen bindende Vorschrift? Ja, jedes verpflichtet, sich daran zu halten. Wenn sich also jemand für Forschungsgeheimnisse interessiert, dann müsste er sich, vorausgesetzt, dass er orientiert ist, dann müsste er sich logischerweise doch um den Tresor kümmern, nicht? Ja, das ist richtig. Können wir uns den Tresor mal ansehen? Der Tresorraum ist hier am Ende des Ganges. Aus Sicherheitsgründen ein fensterloser Raum. Ist er immer abgeschlossen? Ja, immer. Den Schlüssel dazu hat Dr. Haug. Hier ist das. Unversehrt. Kein Zeichen von Gewaltanwendung. Dr. Haug hat den Schlüssel. Nur er. Und meine Assistentin, Frau Dr. Meinrad. Ja, also bis jetzt können wir Folgendes feststellen. Die Täter haben sich, so wie es aussieht, um diesen Raum, um den Tresor gar nicht gekümmert. Naja, anscheinend nicht. Ja, was darauf schließen lässt, dass der oder die Täter gewusst haben, dass das Manuskript nicht im Tresor ist, sondern im Büro von Dr. Haug. In dem Schrank, wo sie es nur abzuholen brauchten. Die Frage ist, wie konnten Sie das wissen? Ja, da das Manuskript ja nur zufällig in diesen Schrank gelegt wurde. Ja, und auch nur zufällig in diesem Schrank liegen blieb. Weil die Täter müssen das irgendwie in Erfahrung gebracht haben. Aber ich hatte doch den Zettel für Dr. Haug hingelegt, dass der Bericht im Schrank ist. Wie viele Mitarbeiter haben Sie? Sie glauben doch nicht, dass meine Leute, dass einer von meiner Abteilung verdächtig ist. Ja, aber der Täter muss doch eine Information bekommen haben, dass sich das Manuskript heute Nacht nicht im Tresor befindet. Eine Nebentür war offen. Also man kann annehmen, dass er einen Komplizen hatte. Ja. Ja, ja, das klingt ganz logisch.
Da hat Martini gelegen. Herr Morgan. Ja, erstochen. Wie kam er denn hier raus? Du musst etwas gehört haben. Der Forschungsbericht? Den hatte ich da in den Schrank gelegt. Und der Zettel, von dem Sie sprachen? Der ist hier, den haben wir gerade im Papierkorb gefunden. Den hat jemand gefunden, gelesen und weggeworfen. Ach, Entschuldigung. Das sind die Herren von der Kriminalpolizei. Oberinspektor Derek, Herr Klein, das ist Herr Dr. Haug. Ich hätte völlig vergessen, dass Sie zum Arzt mussten, dass Sie den Zettel ja gar nicht mehr finden konnten. Der Bericht ist verschwunden. Die Arbeit von 3 Jahren weg. Institut ist eingebrochen worden. Das weiß ich ja. Das habe ich mitbekommen. Du hast es mir gesagt. Aber was ist passiert? Ja, unser Forschungsbericht ist verschwunden. Ach. Ja, das wäre natürlich ein großer Verlust für die Firma, wenn der Bericht der Konkurrenz in die Hände fällt. Das wird er wohl, oder? Das weiß ich nicht, aber es ist möglich. Es ist anzunehmen. Ja, das ist es. Wer würde sich sonst dafür interessieren? Für einen Forschungsbericht. Wirst du jetzt entlassen? Mein Gott, was für eine Frage. Die Firma hat einen Schaden. Wirst du dafür nicht verantwortlich gemacht? Was kann denn ich dafür? Ich weiß es nicht. Der Pförtner ist ermordet worden. Es hat einen Toten gegeben. Das ist, weiß Gott, schlimmer. Das ist furchtbar. Das ist allerdings äußerst unangenehm. Gute Nacht, Luise. Da sind Sie. Bitte? Kommen Sie bitte. Guten Morgen. Vielleicht auch Ihren Namen. Guten Morgen. Fuchs. Morgen, Herr Professor. Ja, guten Tag, Maria. Ist was passiert? Ja. Martini ist ermordet worden, als er einen Einbruch verhindern wollte. Martini, unser Nachtportier? Ja. Was denn für ein Einbruch? Wo denn? Der Forschungsbericht ist gestohlen worden. Ich hatte noch daran gearbeitet und ihn dann da in den Schrank gelegt. Und Dr. Haug eine Nachricht hinterlassen, dass er den Bericht in den Tresor einschließen soll. Nein, den Zettel habe ich gefunden. Ja, was denn? Sie war noch mal hier? Ja, so gegen 7. Ich wollte noch was zum Arbeiten mit nach Hause nehmen und dann habe ich den Zettel da gefunden und habe den Bericht in den Tresor geschlossen. Was? Was haben Sie? Ich habe den Bericht in den Tresor geschlossen. Also wir haben ihn. Danke. Da ist er. Ja, richtig. Es ist er. Wäre es falsch, von einer Komödie zu sprechen? Ja, das wäre falsch. Der Tote, ich weiß. Entschuldigen Sie. Tja, dann ist ja alles in Ordnung, Herr Professor. Ja, ja, ganz recht. Alles in Ordnung. Aber Moment mal, ist noch gar nichts in Ordnung. Sie haben zwar Ihr Manuskript wieder, aber wir haben den Mörder noch nicht. Ja, für uns ist nach wie vor der Interessent wichtig. Naja, wir haben natürlich Konkurrenz. Haben Sie von Berlin erzählt? Von Berlin? Ja, Berlin. Das habe ich Ihnen doch gesagt, als wir in Berlin waren vor 2 Monaten, dass sich da jemand an mich rangemacht hat, ein gewisser Jurek. Und der sich dann noch beklagt hat, dass Sie ihn nicht anhören wollten, obwohl er ein alter Studienfreund von Ihnen ist. Der hat mir ein ganz offenes Angebot gemacht. Aber das habe ich Ihnen doch erzählt. Ja, Jurek, ich erinnere mich. Ach, und dieser Studienfreund, der hat Ihnen ein Angebot gemacht? Ja, ganz offen. Also Freund kann man nicht gerade sagen, wir haben zusammen studiert, das ist alles. Leider ist da nicht viel aus ihm geworden.
Das war auch wirklich nicht zu übersehen. Hat wirklich keinen sehr guten Eindruck gemacht. Aber dieser Jurek, der wusste haargenau, woran wir arbeiten. Er sagte, ihr arbeitet mit Silatran. Und ich habe gehört, dass ihr sehr weit seid. Und ich wüsste eine Menge Menschen, die sehr viel Geld dafür zahlen würden. Also für die Ergebnisse. Ja, ja, das war mir ganz entfallen. Aber jetzt erinnere ich mich genau. Jurek hat Ihnen Geld angeboten. Ich habe ihn natürlich nicht ernst genommen. Und ich habe dann gefragt, so aus Spaß, wie viel würden Sie denn zahlen? Er wollte selber zahlen oder hat er gesagt, wer das Geld tatsächlich zahlen will? Ich meine, wer dahinter steckt. Das hat mich natürlich auch interessiert, aber nein, darüber wollte er nicht reden, nein. Jurek, ja, Biochemiker, war mal sehr begabt. Dann starb seine Frau und er fing an zu trinken. Der ist völlig abgerutscht. Wissen Sie, wo er wohnt? Wo haben Sie ihn getroffen? Im Hotel, in der Halle. Er hat mir auch seine Telefonnummer gegeben, aber die habe ich sofort weggeworfen. Ehrlich gesagt, meine Herren, ich halte nichts von dieser Sache. Für mich hört sich das an wie Wichtigtuerei. Da war doch dieser Kongress in Berlin. Alle Leute vom Fach waren da, ja. Waren Sie auch da? Ja, wir waren zu dritt. Der Professor, Frau Meinrad und ich. Wir haben uns alle Referate angehört. Natürlich immer nur mit dem Hintergedanken, wie weit sind die anderen? Sie waren nicht so weit. Das konnte man ganz schnell mit einigen Zwischenfragen feststellen. Sie wissen zwar, dass wir weiter sind als Sie, aber nicht wie weit. Johannes. Ja, Maria. Ich bin so froh. Ja. Unser Forschungsbericht, unsere ganze Arbeit. Ja. Es wäre entsetzlich gewesen. Ein Glück, dass ich nochmal vorbeigekommen bin. Es war auch ein Zufall, dass ich den Zettel gefunden habe. Tja. Seltsam. Seltsam. Warum bekomme ich keinen Schnaps und kein Bier? Du kriegst nichts mehr, weil du genug hast. Und außerdem kannst du nicht zahlen. Ach was, ich kann nicht zahlen? Dann sieh dir das mal an. Kollegen aus München, K111. Ja, wie war dein Name bitte? Jurek. Martin. Ja, ich verstehe. Dieser Jurek könnte möglicherweise in einen Mordfall verwickelt sein. Ich werde ihm mal sagen, worum es geht. Im Büro des Biochemikers Professor Braun-Gorres wurde in der vergangenen Nacht eingebrochen. Ja, geht klar. Wir versuchen, diesen Jurek ausfindig zu machen. Ja, ist gut. Nein, nein, das machen wir gleich. Wir rufen dann zurück. Ja, wiederhören. Anscheinend so eine Art Industriespionage mit Mord. Entschuldigen Sie bitte, aber es ist nicht meine Art, sonst Herr Früh, wissen Sie, aber heute früh bin ich voll wie eine Kanone. Voll wie eine Kanone. Dr. Jurek. Keiner zu Hause.
Mensch, die Tür ist ja offen. Schau dir das mal an. Das ist ja ein Einbruch. Herr Dr. Jurek? Herr Jurek? Ist wohl niemand da. Wolf? Das sieht ja aus, als hätten unsere Münchner Kollegen so weit wie eine heiße Spur. Was ist denn hier los? Wir sind von der Kriminalpolizei. Haben Sie das hier so zugerichtet? Nee, wir sind gerade reingekommen. Die Tür war offen. Aufgebrochen. Wir wollten Herrn Dr. Jurek sprechen. Und wer sind Sie? Ich wohne hier. Wer hat denn das gemacht? Das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Keine Ahnung. Wie heißen Sie bitte? Pia Jurek. Dr. Jurek ist mein Vater. Und seine ganzen Bücher. Wer hat die denn runtergeschmissen? Was ist denn das? So ein Haufen Geld? Wer immer die Wohnung durchsucht hat, der war nicht am Geld interessiert. Aber mein Vater hat kein Geld. Der hatte nie Geld. Sonst sähe das hier anders aus. Wo kommt das Geld dann her? Ich weiß nicht. Offenbar war es zwischen den Büchern versteckt. Und ist mit herausgerissen worden. Wo ist der Vater? Weiß nicht. Wenn er Geld hat, dann ist er auf Tour. Von einer Kneipe zur anderen. Er ist Trinker. Für wen ist der Vater so interessant? Der? Für niemand. Hier, Herr Schaffner. Kicken Sie mal auf. Da oben verpennt ihr an der Endstation. Na, gehen Sie noch weg, junge Frau. Ist nicht. Hab ich schon versucht. Der steht nicht auf mir. Ich geh mal kicken. Hey! Endstation, aufwachen! Na komm, Menneken, wach auf. Der ist ja tot. Da ist er tot. Jurek. Hans Martin. Mensch, das ist der Mann, den wir suchen. Todesursache? Messerstich in den Rücken. Messerstich in den Rücken. Und die Wohnung wurde durchsucht. Na, ich bin überzeugt, dass die beiden Fälle irgendwie zusammenhängen. Sie sagten, der Jurek habe eine Tochter? Wie alt? Haben Sie sie schon vernommen? Ja, ich bin gerade dabei. Ich rufe dann sofort zurück. In Ordnung. Wieder. Jetzt hören Sie mal gut zu, Freund Jurek. Ihr Vater ist ermordet worden, weil man eine Aussage verhindern wollte. Mit dieser Aussage hätte man ein Verbrechen aufklären können, das in München begangen worden ist. Haben Sie jemals den Namen Professor Braun-Gorres gehört? Ja. Ja? Das war ein Studienfreund meines Vaters. Er hat von ihm erzählt. Wann hat er davon erzählt? Es war ein Kongress hier. Da ist mein Vater hingegangen. Pharmakongress. Da hat er sich immer für interessiert. Der sagte, vielleicht treffe ich da einen alten Freund wieder. Hat er ihn getroffen? Er hat es versucht.
Der wollte nicht mit ihm sprechen. Sie wissen ja, dass mein Vater alkoholkrank war. Aber er war trotzdem eine Koryphäe. Es war nur das Trinken. Das machte es, dass er keinen Mut hatte. Mut? Selbstvertrauen. Das hat er einfach nicht. Das hatte er nur, wenn er betrunken war. Ihr Vater hat also nicht mit Professor Braungau ausgesprochen? Nein, obwohl er es immer wieder versucht hatte. Kann ich was zu trinken haben? Kaffee? Eine Cola? Wissen Sie, warum Ihr Vater den Professor sprechen wollte? Warum? Weil es ein Freund war. Ich meine, er hielt ihn dafür. War er bestimmt nicht. Mache ich mir nichts vor. Der wollte bestimmt von so einem Typ nichts wissen. Einmal hat jemand meinen Vater besucht. Da fiel der Name Braungores. Mein Vater hat mich sofort rausgeschickt. Wer war der Besucher? Haben Sie seinen Namen gehört? Ich habe keinen Namen gehört. Ich sagte doch, ich wurde sofort rausgeschickt. Wie sah der Mann aus? Wie war er angezogen? Gut. Er war gut angezogen. Elegant. Also, sagen wir mal so, teuer. Irgendwie sah man, dass der was auf dem Kasten hatte. Er war so 40, vielleicht ein bisschen mehr. Hol doch mal den Klaus, der die Fahndungsbilder macht. Vielleicht kriegen wir den Kerl hin. Ihr Vater hatte Geld in der Tasche, fast 2000 Mark. Zu Hause waren es über 7000. Ich begreife das nicht. Von der Herkunft des Geldes haben Sie keine Ahnung? Nein, keine Ahnung. Man hat Jurek ein Messer in den Rücken gestoßen. Erstochen? Ja, wie der Nachtportier. Jurek hat eine Tochter. Sie hat eine ganz interessante Aussage gemacht. Zur gleichen Zeit, als der Kongress in Berlin war, da wurde ihr Vater von einem Mann aufgesucht, der möglicherweise Kongressteilnehmer war. Nach ihren Angaben haben unsere Berliner Kollegen ein Phantombild herstellen lassen. Man hat es uns rübergefunkt. Kennen Sie diesen Mann? Nein, den Mann kenne ich nicht. Und Sie? Nein, den habe ich nie gesehen. Jedenfalls erinnere ich mich nicht, also nicht im Moment. Können wir das Bild behalten? Das geht leider nicht. Herr Professor? Nein. Wissen Sie, das Bild ist aber auch so künstlich. Na, möglicherweise bringt es uns weiter. Moment. Moment, ich glaube, ich habe eine Idee. Auf dem Kongress in Berlin sind doch sehr viele Bilder gemacht worden. Ich meine, wir sind doch dauernd fotografiert worden. Und in der Vorhalle wurden dann die Bilder ausgestellt zum Bestellen. Erinnern Sie sich? Ja, und? Na, dieses Mädchen, von dem die Rede ist, die könnte doch vielleicht anhand dieser Fotos den Besucher von ihrem Vater identifizieren. Sehr gut. Das ist eine sehr gute Idee. Finde ich auch. Dieses Bild, das ist bestimmt ungenau, aber unter all diesen vielen Fotos, da muss ja dann der Mann drauf sein, wenn er ein Kongressteilnehmer war. Und vielleicht kenne ich den Mann. Maria, wozu denn das? Es ist doch nur eine Annahme, dass es sich um einen Kongressteilnehmer handelt. Ja, aber eine sehr naheliegende. Herr Haug, was meinen Sie? Tja, ich denke schon, dass wir uns da einsetzen sollten. Zwei Morde. Erst Martini und jetzt dieser Jurek. Wollten wir nicht in der nächsten Woche sowieso nach Berlin? Der Herr Professor und ich haben zugesagt, an mehreren Vorträgen teilzunehmen. Ja, die Termine könnte man vorverlegen. Ist das sehr ernst, Herr Haug? Versprechen Sie sich was davon? Ich meine, wäre das richtig? Ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber möglich wäre das. Ich kann das sofort übernehmen, die Berliner zu verständigen. Also ich glaube daran. Woran? Dass man durch diese Fotos Licht in die ganze Sache bringen kann. Also schön, Herr Haug, dann versuchen Sie mal, die Berliner Termine vorzuverlegen. Johannes, kommst du mal? Hm.
nicht im Bett? Wie du siehst, nein. Es ist sehr spät. Ich weiß, wie spät es ist. Gibt's was Neues? Ich frage nach den Ermittlungen. So nennt man das doch im Polizeideutsch. Hat man was ermittelt? Es ist noch ein weiterer Mord geschehen. Nein. Wer ist es? Ein alter Studienkollege von mir. Du wirst ihn nicht kennen, ein gewisser Jurek. Natürlich kenne ich Jurek. Wieso? Wer kennst du ihn denn? Ich habe dich geheiratet, da warst du Student. Ich erinnere mich an deine damaligen Freunde. Auch an Jurek. Er war immer eine etwas traurige Figur. Passte nicht recht ins Bild. Ich gebe zu, dass er mir deswegen auffiel. Nicht unangenehm auffiel. So, der ist jetzt tot. Im Zusammenhang mit dem verschwundenen Forschungsbericht. Der Forschungsbericht ist wieder da. Ach, wieder da? Ja, der ist wieder da. Zuerst mussten wir annehmen, dass aus dem Büro von Dr. Haug gestohlen worden ist. Aber dann stellte sich heute Morgen plötzlich heraus, dass Frau Dr. Meinrad abends noch mal vorbeigekommen war und den Bericht dann im Tresor eingeschlossen hatte. Da war er dann auch. Warum lachst du? Entschuldige, wenn ich lache. Das kam ganz unwillkürlich. Niemand, der auf seine Kosten gekommen ist. Dafür zwei Tote. Weißt du, wie es weitergeht? Wir fliegen morgen nach Berlin. Sind die Vorträge nicht in der nächsten Woche? Haug versucht, sie zu verlegen. Wenn das geht, fliegen wir morgen nach Berlin. Haug, Frau Meinrad und ich. Das hätte dann auch den Vorteil, dass wir für Ermittlungen zur Verfügung stehen. Du? Ja, ich sagte ja, ich, wir alle. Wir alle? Ja. Ich möchte mitfliegen. Ja, was denn, wieso denn? Kann ich dich allein lassen? In dieser Situation? Das kann ich nicht. Will ich auch nicht. Ich denke nicht daran, dich mitzunehmen. Nein? Guten Morgen, Frau Dr. Meinrad. Guten Morgen, bin ich zu spät? Nein, wir haben noch viel Zeit. Es reicht noch für einen Kaffee. Gott sei Dank, ich habe noch nicht gefrühstückt. Moment. Ich möchte Sie sehr gerne etwas fragen, Frau Dr. Meinrad. Es wird doch immer wieder geredet von diesem Forschungsbericht. Von Forschungsergebnissen auf dem Gebiet der Pharmaka. Aber worum es sich da nun eigentlich handelte, na, vielleicht können Sie uns das mal erklären. Ich meine so, dass selbst ich es verstehe. Ich will es versuchen. Wir reden jetzt von der Sila Pharmaka. Unsere Ergebnisse könnten die gesamte Arzneimittelforschung revolutionieren. An einer in das Molekül eingebauten Sollbruchstelle zerfällt das Pharmaka sofort nach seiner Wirkung. Sollbruchstelle im Molekül? Ja. Nachdem das Sila-Pharmakon seine Wirkung getan hat, greift das Wasser, das allgegenwärtige Wasser, das sich im Organismus befindet, die Wirkstoffmoleküle in ihrem zentralen Siliziumatom an. Ich glaube, es ist doch ein bisschen schwer verständlich, ne? Ich müsste Ihnen das aufzeichnen. Haben Sie mal Papier und Bleistift da? Oh, nein, danke. Das ist schon gut. Nein, was ich von Ihnen wissen möchte, Frau Dr. Meinrad, ist, schauen Sie, die einschlägige Industrie, die wird sich doch auf diese neue Methode, entschuldigen Sie bitte, wenn ich mich so unwissenschaftlich ausdrücke, sie wird sich doch auf diese Methode einstellen müssen, ne? Ja, ganz sicher. Unsere Entdeckungen, die sind von einem sehr, sehr großen Wert. Das möchten Sie doch wissen. Ich meine, Sie fragen nach dem... Nach dem materiellen Wert, ja. Der ist riesig. Obwohl wir nicht die Einzigen sind, die daran arbeiten. In der ganzen Welt wird daran gearbeitet, auch in Russland. Da kommen sehr, sehr wichtige Impulse, gerade aus Russland. Durch einen Professor Voronkov, der das Arylsilatran untersucht hat und festgestellt hat, dass es zu den giftigsten Stoffen gehört, die jemals in einem Labor synthetisch hergestellt wurden. Jetzt sprechen Sie von Gift. Ja, das beschäftigt Sie als Kriminalisten natürlich besonders. Arylsilatrane. 10 Milligramm genügen, um einen Menschen zu töten. Und das Fantastische ist eben, das Gift zerfällt.
Selbst der tote Organismus baut es so schnell ab, dass hinterher eben nichts mehr nachzuweisen ist. Na, ich kann mir vorstellen, was Sie denken. Das in falschen Händen wären die Folgen natürlich nicht abzusehen. Das wäre eine Katastrophe. Tag, Maria. Warum kommt deine Frau denn mit? Sie will unbedingt mitkommen. Hallo? Guten Morgen, Frau Braun. Guten Tag, Frau Dr. Meinrad. Ich gratuliere Ihnen. Bitte? Na, haben Sie nicht meinen Mann oder seine Firma vor einem großen Verlust bewahrt? Ach so, ja, ja. Ich hoffe, mein Mann hat zum Ausdruck gebracht, wie dankbar er Ihnen ist. Ja, das hat er. Ein Glück, dass Sie noch mal im Büro vorbeikamen. Zufällig? Ja. Rein zufällig. Meine Frau wollte mit nach Berlin. Sie ließ es sich nicht ausreden. Nee, Frau. Guten Tag. Guten Tag. Ich finde die Ereignisse außerordentlich aufregend. Das ist die simple Erklärung dafür, dass ich mich entschlossen habe, mitzufliegen. Gegen den Willen meines Mannes. Ich muss es zugeben. Aber ich bin eben manchmal sehr eigensinnig. Sie untersuchen also den Fall. Ja, das ist richtig, ja. Haben Sie schon Anhaltspunkte? Nein, wir sammeln erst die ersten Fakten und... Ja, so geht man wohl vor. Aber sicher nicht so einfach, hier die Fakten zu sehen. Was sagen Sie dazu, Herr Doktor? Ja gut, das nehme ich auch. Soll ich es einpacken? Nein, ich behalte es gleich an. Dann packe ich Ihre Sachen extra ein, ja? Nein, danke. Die brauche ich nicht mehr. Guten Tag, Fräulein Jurek. Guten Tag. Ich bringe meine Münchner Kollegin jetzt. Guten Tag, Fräulein Jurek. Guten Tag. Hätten Sie jetzt vielleicht Zeit für uns? Bitte? Donnerwetter, haben Sie sich verändert. Ich kenne Sie ja kaum wieder. Haben Sie eingekauft? Keine Trauerkleidung, wenn Sie das meinen. Ich kenne meinen Vater. Es würde ihn freuen, wenn er sehen könnte, wie ich sein Geld verwendet habe.
Er wollte immer, dass ich so aussehe. Soll ich mitkommen? Ja, bitte. So, das ist Fräulein Pia Jurek, Frau Braun-Gorres, Professor Braun-Gorres, Frau Dr. Meinrad, Dr. Haug. Guten Tag. Darf ich Ihnen meinen Beileid ausdrücken? Meinen Sie es denn ernst? Entschuldigen Sie, aber mein Vater hat Sie doch gar nicht interessiert. Ich weiß es. Er hat es mir gesagt. Es lag ihm so sehr daran, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Aber Sie haben es abgelehnt. Ich weiß, es tut mir jetzt sehr leid. Ich weiß nicht, in was er jetzt verwickelt ist. Wenn er etwas getan hat, was nicht in Ordnung ist, dann hat er seinen Grund gehabt. Ich will gerne helfen, diesen Grund herauszufinden. Gut, sehr gut. Wir sind Ihnen sehr dankbar. Was soll ich tun? Warten Sie, ich möchte Ihnen etwas sagen. Kommen Sie. Sie werden jetzt versuchen, den Mann zu finden, der Ihren Vater aufgesucht hat. Wenn Sie ihn finden, sagen Sie nichts, kein Wort. Sagen Sie ruhig, Sie haben ihn nicht gefunden, er war nicht dabei. Wozu? Bitte haben Sie Vertrauen zu mir, ja? Die anderen sollen es nicht wissen. So ist es. Sie sollen es nicht wissen. Wie Sie meinen. Danke, kommen Sie. Ah ja. Das sind die Fotos. Die Frage ist nur, ob es alle sind. Ja, ja, das sind alle, die auf dem Kongress gemacht wurden. Wie, die sind alle nachgemacht worden? Ja, natürlich, sonst hätte die ganze Sache ja keinen Sinn. Setzen Sie sich doch, von Jurek. Nun sehen Sie sich mal in aller Ruhe die Fotos an. Nehmen Sie doch die Lupe, vielleicht hilft die Ihnen. Ob man hier rauchen darf? Gib mir auch eine. Lässt sich viel Zeit. Sie soll sich Zeit lassen. Ist ja wichtig. Ich habe den Mann nicht gefunden. Auch nicht, dass Sie mal unsicher waren. Bei irgendeinem Foto? Nein. Nichts, Pech gehabt. Naja, da kann man nichts machen. Enttäuscht, Herr Professor? Natürlich, Herr Haug, natürlich. So. Bitte setzen Sie sich. Guten Tag. Guten Tag. Derek. Freut mich, Sie persönlich kennenzulernen. Mein Name ist Mierich. Sie sollten öfter mal nach Berlin kommen. Ja, ja. Haben wir denn Erfolg gehabt? Das ist er. Dieser Mann hat meinen Vater besucht. Sie irren sich nicht? Nein, ich könnte es beschwören. Das ist ja dufte. Da haben wir ja den Mann, der uns vielleicht weiterbringen kann. Warum sollte Fräulein Jurek eigentlich nicht sagen, dass sie den Mann erkannt hat? Aus Misstrauen? Gegen den Professor oder gegen Herrn Dr. Haug oder gegen die Frau Dr. Meinrad? Ja, es gibt da möglicherweise Verbindungen. Die sind vielleicht noch nicht zur Sprache gekommen. Na, was denn für Verbindungen? Ja, die drei waren ja auch auf dem Kongress. Ja, da wissen Sie natürlich besser Bescheid. Was wollen wir jetzt unternehmen? Jetzt wollen wir mal feststellen, wer der Mann ist, der eine Namensplakette da. Ja, die haben alle ihren Namen am Revers. Kann man es entziffern? Nee, hab's versucht, geht nicht. Darf man sehen? Na, Harry? So nicht. Wir bräuchten das Negativ für eine Vergrößerung. Den Namen hätten wir. Meier Ollendorf. Gleich nach der Gedächtniskirche ist links die Fasanenstraße.
hier muss es gleich sein. Nummer 70. Der Professor Meyer-Ollendorf. Professor Braun-Boris? Was will der Mann hier? Ari, kümmere dich mal um Meyer-Ollendorf. Versuch ein paar Informationen zu bekommen. Wir fahren dem Professor nach. Ist gut. Ja, ich wollte zu Dr. Meyer-Ollendorf. Ja, das bin ich. Kommen Sie als Patient? Ich meine, sind Sie angemeldet? Nein, ich... Also bitte, dann lassen Sie sich einen Termin geben. Ja, ich muss dringend weg. Danke. Wenn ich jemand nachfahren muss, denke ich mir was dabei. Und da das keine Frau ist, wissen Sie sicher was Kriminales. Sind Sie Detektiv oder sowas? Bei mir sowas. Dass dir das eilig hat, das sieht man. Geld stimmt überhaupt nicht. Ist sowas möglich? Na, wenn es in Recht ist, mir auch nicht. Also mich stört's nicht. Such das Mädchen auf. Wollen wir ihm nahen? Nein, nein. Was der von Fräulein Jurek will, das... Na, das können wir auch von ihr selber erfahren. Nicht wahr? Sie, Herr Professor? Ja. Guten Tag, darf ich hereinkommen? Bitte. Ich dachte, ich schaue mal vorbei. Ich wollte mal sehen, wie Sie hier leben. Na, dann sehen Sie sich mal um. Ich hab mal hübscher ausgesehen. Vater hat nach und nach alles verkauft. Zu Geld gemacht. Zu Alkohol. Nur die Bücher nicht. Die hat er nicht hergegeben.
Weswegen kommen Sie hier? Nur um sich das hier anzusehen? Nein, nein, nein. Sie müssen weg hier. Sie müssen hier raus. Sie müssen raus aus dieser Wohnung. Am liebsten würde ich Sie gleich mitnehmen. Können Sie nicht einen Koffer packen mit dem Nötigsten? Ich würde Sie dann gern mitnehmen ins Hotel. Bitte verstehen Sie mich richtig. Ich fühle mich für Sie verantwortlich. Ich möchte, dass Sie mitkommen nach München. Vielleicht kann ich bei Ihnen noch etwas gut machen, was ich bei Ihrem Vater falsch gemacht habe. Warum soll ich weg von hier? Hey, mein Gott, Ihr Vater ist ermordet worden. Niemand weiß warum, aus welchem Grund. Ich habe einfach das Gefühl, dass Sie auch in Gefahr sind. Bitte. Ich bitte Sie, kommen Sie mit. Ich finde es so eine gute Idee, dass Sie mitkommen nach München. Also wirklich eine prima Entscheidung. Na, ich weiß nicht. Wieso? Was wissen Sie nicht? Wie lange Ihr schlechtes Gewissen vorhält. Wovon reden Sie denn da? Sie alle haben doch ein schlechtes Gewissen wegen meinem Vater. Dem verdanke ich das doch, dass Sie sich jetzt um mich kümmern. Ist ja auch gut so. Ich sag ja nichts dagegen. Ich jedenfalls sehe eine Chance, wenn ich eine bekomme. Na ja, das ist doch schön. Kommen Sie, ich bringe Sie auf Ihr Zimmer. Sie spielen noch einmal den barmherzigen Ritter? Verbitte mir diesen Tornahauk! Ach, entschuldigen Sie. Ich weiß ja, wie Ihnen zumute ist, aber sehen Sie auch meine Situation? Ja, natürlich sehe ich die. Wolle Sie nicht kränken, bitte verzeihen Sie mir. Ach, Sie sind es. Kommen Sie. Nehmen Sie Platz. Danke, sehr freundlich. Aha, Patience. Ja, man legt Patience, um Patience zu bekommen. Geduld. Aber ich bekomme sie nicht. Ich verliere sie. Seit Tagen geht sie nicht auf. Ihr Mann hat Fräulein Jurek hierher gebracht, ihr ein Zimmer besorgt. Pia Jurek? Er will sie mit nach München nehmen, für sie sorgen. Aha. Wollen Sie auch? Es ist Whisky. Nein, danke. Das ist mir noch ein bisschen zu früh. Er kämpft. Was tut er? Ich will das nicht näher erklären. Ich sage Ihnen nur, er kämpft. Er führt einen Kampf mit sich selbst, was das Schlimmste ist. Weil es ein Kampf ist, den er nicht verlieren darf. Ziehen Sie Ihre Schlüsse. Ich begehe den Fehler nicht, Sie zu unterschätzen. Danke, das ist sehr nett von Ihnen. Lassen Sie mich die Patience zu Ende spielen. Noch etwas sollten Sie wissen. Ich lebe in Scheidung mit meinem Mann. Nach fast 30-jähriger Ehe will er mich verlassen. Frau Dr. Meinrad. Ja. Ist sie nicht eine ganz reizende Person? Vielleicht etwas naiv. Ja, natürlich, das kenne ich. Am Neuendorfplatz ist unser Flohmarkt. 16 ausrangierte U-Bahn-Waggons. Es gibt eine Menge zu kaufen. Das ist eine wahre Fundgrube. Aber was wollte Meier Ollendorf da? Hm? Ja, der hat es ziemlich eilig gehabt. Hängt wahrscheinlich mit dem Besuch des Professors bei ihm zusammen, oder? Ich würde vorschlagen, dass wir langsam anfangen, ein paar Leute zu überwachen. Ja, das wäre gut. Warum wollte ich gerade bitten? Den Meier Ollendorf? Ja. Und Ihren Professor natürlich? Ja, alle. Alle, die wir aus München mitgebracht haben. Vornehmlich aber den Professor. Der Professor, Stefan. Ja, Harry, ich glaube die ganze Geschichte mit dem Einbruch nicht. Er sagt, er habe an dem Forschungsbericht gearbeitet und das Manuskript dann, da es nicht selber in den Tresor schließen konnte, in den Büroschrank gelegt. Ein Schrank, der gar keinen Schutz darstellt, den jeder aufbekommt. Ja, und dann legt er einen Zettel hin für Dr. Haug. Obwohl er eigentlich wissen musste, dass Haug gar nicht mehr ins Büro kommt. Und der Zettel da... Das war sein Alibi.
sein Alibi, auch gegenüber der Geschäftsführung. Ich meine, damit sagst du doch, dass der Professor von dem Einbruch gewusst haben muss. Ja, das sage ich. Und dann, er kennt Meyer Ollendorf, den Mann, der mit Jurek gesprochen hat. Na, was Jurek wollte? Er sollte ein Angebot machen, er sollte mit dem Professor sprechen. Aber das hat er doch nicht getan. Na, zunächst nicht, weil er nicht an ihn rankam. Dafür sprach er dann mit Frau Dr. Meinrad, die nun ihrerseits mit dem Professor sprach, sodass der von dem Angebot erfuhr. Ach, du meinst, dass er dann doch irgendwie Verbindung aufgenommen hat? Ja, mit Jurek und mit Meyer Ollendorf. Woher kennt er ihn sonst? Und du meinst, es war alles verabredet. Der Einbruch, Zeit des Einbruchs und dann die Geschichte mit dem Zettel für Dr. Haug. Also alles abgemacht. Ja, aber dann hat es gleich zwei Pannen gegeben. Der Mord an dem Pförtner Martini und... Dass die Meinrad den Zettel gefunden hat und das Manuskript eingeschlossen hat. Naja, sie hat ohne es zu wollen, ohne es zu wissen, hat sie den ganzen Plan vereitelt. So, jetzt versetz dich mal in die Lage des Professors. Das Manuskript ist ja nicht losgeworden, wie es verabredet war. Aber dafür hat er jetzt zwei Tote auf seinem Konto. Ich habe mit seiner Frau gesprochen, sie sagte, mein Mann kämpft. Sie wollte mir nicht sagen, was sie damit meint, aber na, sie sagte, er kämpft. Ja, offenbar weiß sie mehr, als sie sagt. Ja, das nehme ich auch an. Die Frage ist jetzt nur, was hat er vor? Warum kommst du in mein Zimmer? Ich will das nicht. Ich habe dich nicht gebeten, da reinzukommen. Aber das weiß ich ja. Damit erzählst du mir ja nichts Neues. Tut mir leid, wenn ich dich belästige. Entschuldige. Deine Lage ist nicht besonders gut. Macht dich das glücklich? Nein. Das war es, was ich dir sagen wollte. Dass mich das nicht glücklich macht. Oh, Entschuldigung. Kommen Sie nur herein. Helfen Sie meinem Mann. Sie wissen doch, dass er Hilfe braucht. Hilfe? Was meint sie damit? Ich weiß nicht, was sie meint. Ich gehe schon vor. Ich komme gleich nach. Ich erwarte noch ein Telefongespräch. Schick mich doch nicht immer weg, wenn es dir nicht gut geht. Weißt du, ich möchte so gern... Ich warte so darauf, dass du mir mal sagst, dass du mich brauchst. Ich weiß, Maria, ich weiß. Ich danke dir. Bis gleich. Du hast den Forschungsbericht mitgenommen? Ja, ja, ich brauchte noch einige Details für meinen Vortrag. Warum macht dich das nervös? Nein, 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 nein. Bitte geh vor. Ich komme gleich nach. Ja, ihr werdet abgelöst. Nichts. Dr. Meyer-Ollendorf ist zu Hause, hat die Wohnung nicht verlassen. Der Professor ist nicht mal zum Essen runtergekommen. Um Haug kümmert sich Harry in der Hotelbar. Noch einen, bitte. Vertragen Sie das alles? Wissen Sie, Herr... Klein. Klein? Mhm. Ich trinke selten, fast nie. Aber heute ist mir danach zumute. Wieso gerade heute? Ich bin Wissenschaftler, verstehen Sie? Und so hautnah mit zwei Morden und Mördern konfrontiert zu sein, das ist absolut neu für mich. Vollkommen neu. In meinen schlimmsten Träumen hätte ich das nicht für möglich gehalten. Das Ganze hat Sie ziemlich mitgenommen. Hat es, gebe ich zu.
bin nämlich von Natur aus ziemlich cool. Schwer, mich aus dem Gleichgewicht zu bringen. Aber jetzt sind Sie aus dem Gleichgewicht. Ja. Es ist nicht sehr lustig, in einer so ausweglosen Lage zu sein. Tja, ich meine, wir könnten ja drüber reden. Tut mir leid. Ich fürchte, ich bin betrunken. Ein Grundsatz habe ich mir gemacht. Halte deinen Mund, wenn du betrunken bist. Ja? Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, Herr Haug, was ist? Was wollen Sie? Begreifen Sie denn nicht, dass ich etwas hören muss von Ihnen? Haug, ich habe keine Wahl. Das wissen Sie genauso gut wie ich. Habe ich eine? Nein. Und weil Sie keine haben, habe ich auch keine. Das ist doch nicht zu Ende gedacht, Herr Professor. Wieso? Ich gehe jetzt eine Stunde in den Grunewald. Und dann frage ich Sie nochmal. Der Professor kam zu mir und sagte, es interessiert sich jemand für unsere Arbeit. Er zahlt bar und sofort 1 Million. Ich sagte zu dem Professor, warum erzählen Sie mir das? Es ist doch klar, dass sich eine Menge Leute für unsere Arbeit interessieren. Das ist natürlich ein bisschen wenig, 1 Million. Da fühlt man sich ja direkt gekränkt. Er sagte, ja, es ist wenig, relativ. Aber es ist genau die Summe, die ich brauche und die ich nicht aufbringen kann. Ich brauche 1 Million. Meine Frau will sie. Die Scheidung. Frau Braun-Gorres verlangte das Geld ganz einfach als Abfindung. Das war ihre Bedingung. Vermutlich wissen Sie, dass der Professor Frau Dr. Meinrad heiraten will. Sie haben also dem Professor geholfen? Ja. Ich muss es Ihnen erklären. Wenn man jahrelang an einem bestimmten Problem ganz intensiv mit anderen Menschen zusammengearbeitet hat, dann stellt sich im Laufe der Zeit ein ganz besonderes, ganz starkes Zusammengehörigkeitsgefühl ein. Es ist so, glauben Sie es mir. Schließlich habe ich eingewilligt. Wir haben den Vorschlag angenommen, die Sache mit einem Einbruch zu tarnen, damit der Professor und ich völlig raus waren. Wer hat denn den Vorschlag gemacht? Meyer Ollendorf? Nein, der war es nicht. Meyer Ollendorf war nur ein Mittelsmann. Ich weiß nicht, wer im Hintergrund steht. Jedenfalls hat man uns dann einen Mann nach München geschickt. Den aus der U-Bahn. Ja. Ich habe den Mann in der Nacht durch eine Seitentür in das Institut hereingelassen. Dann verließ ich sofort das Gelände. Ich hatte keine Ahnung, was dann passiert war. Dass dieser Mann Martini ermordete,
Das erfuhr ich dann erst später, als mich der Professor nachts anrief. Ich machte mich mitschuldig am Tode eines Menschen. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Sollten wir alles aufklären? Ich sagte ja, der Professor sagte nein. Dann kam der Mord an Jurek. Ich sagte, jetzt müssen wir zur Polizei. Wissen Sie, was das heißt? Fauchte mich der Professor an. Dann sind wir ruiniert, total ruiniert. Er nahm das Manuskript mit nach Berlin. Er sagte, ich muss es Ihnen geben. Sie haben uns in der Hand. Das war seine Entscheidung. Ja, bitte? Ja, Ihr Braun-Gorres. Ja, ja, ich bin es selbst. Nein, niemand. Bitte, bitte, wer sind Sie? Ja? Ja, ja, ich habe verstanden. Ja, natürlich. Ich habe mich über Jurek an den Professor gewandt. Ich habe anfragen lassen, ob er seine Kenntnisse nicht verkaufen möchte. Also das für einen vollkommen normalen geschäftlichen Vorgang. Die Entscheidung trifft ja der Verkäufer, nicht wahr? Und offenbar ist das Angebot ja auch angenommen worden. Die Modalitäten habe nicht ich zu verantworten. Sie sind also nur ein Mittelsmann. Richtig. Na, dann wird es Ihnen ja nicht schwerfallen, uns zu sagen, für wen Sie gearbeitet haben. Der Mann hat sich mir nicht vorgestellt. Er hat mich angesprochen auf dem Kongress. Er hat mich gefragt, ob ich ihm behilflich sein könnte. Er sagte, wenn Sie meinen Namen nicht kennen, ist das gut für Sie und auch gut für mich. Ich habe das akzeptiert. Jetzt sagen Sie mir endlich, warum Sie mich eigentlich verhaftet haben. Mierig? Ja, danke. Augenblick mal. Der Professor hat eben das Hotel verlassen, mit einem Aktenkoffer. Wollen Sie denn in dieser Gegend? Sie reden immer von Pharmaka. Die Arzneimittel waren doch für ihn vollkommen uninteressant. Das Einzige, was für ihn wichtig war, war das Nebenprodukt. Ja, was für ein Nebenprodukt? Moment mal. Haben wir da nicht mal was gehört? Was mal ein Nebenprodukt, das... sich im Körper auflöst? Das absolut nicht mehr nachweisbar ist. Gift. Meinen Sie dieses Nebenprodukt? War es das, was man kaufen wollte? Bis morgen. Ja, er sitzt drüben in der Kneipe und wartet. Ich gehe jetzt rüber.
Alles in Ordnung, Professor. Professor. Entschuldigen Sie bitte. Ich bin gerade mit dem Zug angekommen, bin fremd hier. Ich suche eine Unterkunft. Am besten eine Pension. So teuer dürfte sie nicht sein. Ja, gehen Sie in diese Richtung. Da gibt es einige. Dankeschön. Was kostet das? Das muss nicht großartig sein. Bei uns ist überhaupt nichts großartig. Hätte gerne eine Zahl gehört. Wie lange wollen Sie denn bleiben? Weiß ich noch nicht. Einige Tage sicher. 50. Und täglich die Piepen. Warum denn das? Ist Usus hier. Zimmer 35. Haben Sie Telefon auf dem Zimmer? Nein, das ist hier. Kann ich die Telefonbücher mit draufnehmen? Bitte. Komm, Hobby. Entschuldigen Sie, aber Sie müssen mir schon Ihren... Was ist denn? Jemand möchte Sie sprechen, sagt aber seinen Namen nicht. Dann legen Sie auf. Er sei ein alter Bekannter von Ihnen. Wer so redet, ist es bestimmt nicht. Ja, Corinne? Hallo. Dora. Bester, sprechen Sie lauter. Ich bin es, Dora. Karl. Ich bin in München. Gerade angekommen. Ja, von Kiel. Ich habe gehört, dass du in München wohnst. Nein, aus einer Pension. Einen Augenblick. Die Pension, wie heißt sie? Und die Straße draußen. Ja, ja. Ist gut, ich weiß, wo das ist. Bitte bleib dort, ich komme vorbei. Ich bin in einer halben Stunde bei dir. Guten Tag. Ja. Ich möchte zu Herrn Waginger. Der ist oben, Zimmer 35. Wenn Sie einen Fahrstuhl suchen, wir haben keinen. Da geht's rauf. Weißt du, was dieser Augenblick für mich bedeutet? Wann bist du entlassen worden? Schon vor 2 Monaten. Aber ich wusste ja nicht, wo du warst. Du musst das verstehen. Ich,
Ich war in einer schwierigen Lage. Aber das weiß ich ja. Wenn du dich die ganzen Jahre nicht gemeldet hast, ich verstehe das. Ich hatte immer Verständnis dafür. Hattest du? Aber natürlich. Du musstest auf deine Weise mit allem fertig werden. Ich freue mich, dass du das so siehst. Ich bin erleichtert. Aber ich sag dir ja, mir war das völlig klar. Du musstest mich aus deinem Gedächtnis streichen, einfach um wieder Fuß zu fassen. Wie hast du mich denn gefunden? Durch dein Bild in der Zeitung. Du bist Schauspielerin geworden. Ja? Naja, war ja immer dein Traum. Karl? Ich weiß, was du sagen willst. Du bist verheiratet. Das ist natürlich Bigamie. Bigamie. Du musst das anders sehen. Ich war in einer ganz besonderen Lage. Mein Mann, der Mann, den ich geheiratet habe, hätte das nie verstanden. Ich meine, ich hätte ihm nie sagen können, dass ich mit einem Mann verheiratet bin, der im Gefängnis sitzt. Du hast damit einen Fehler gemacht, Dora. Du hättest meine Situation kennen müssen. Ich war absolut am Ende, in einer ganz verzweifelten Lage. Das hast du schon gesagt. Du hast dich trotzdem falsch verhalten. Aber das hast du ja nie gekonnt. Was habe ich nie gekonnt? Dich richtig zu verhalten. Du hast Verhältnisse, wenn sie dir nicht passten, einfach ignoriert. Sie beiseite geschoben, so als gäbe es für dich keine Realitäten. Was willst du tun? Nichts. Nichts, Dora. Jedenfalls nichts, was dir schadet. Was du mir hoffentlich glauben wirst. Ich meine, ich habe bewiesen, dass man mir glauben kann, nicht wahr? Aber es muss doch irgendetwas geschehen. Ich meine, du hast dir doch sicher Vorstellungen gemacht. Ich will nur dein Bestes. Und was ist mein Bestes? Wenn ich hier bleibe. Hier in deiner Nähe. Ich meine, das kannst du mir nicht verwehren. Ich möchte dir so nah wie möglich sein. Wie stellst du dir das vor? Ich verspreche dir, niemand wird erfahren, dass du mit mir verheiratet bist. Ich möchte nur Anteil an deinem Leben haben. Das ist eine Bedingung. Du musst noch mal weg? Ja, ich muss noch mal ins Büro. Ist noch irgendwas? Ja. Wir haben doch neulich inseriert nach einem Gärtner. Nach einem Chauffeur. Ja, und? Da ist gerade jemand gekommen, um sich vorzustellen. Ach, da hat sich schon jemand gemeldet. Er wartet draußen. Ich habe ihm gesagt, dass mein Mann entscheiden muss. Ja, und? Wie sieht er aus? Was für einen Eindruck macht er? Und, soweit ich das beurteilen kann, ganz zuverlässig. Hast du dir seine Papiere zeigen lassen? Ja, die sind in Ordnung. Empfehlungsschreiben? Hat er auch. Na gut, dann stell ihn ein. Du musst dir den Mann doch wenigstens ansehen. Schließlich werden wir zusammen unter einem Dach leben. Wieso? Kriegt er nicht die Wohnung im Gärtnerhaus? Natürlich kriegt er die. Aber... Aber? Er gehört damit zum Haus. Na gut.
gut, dann schick ihn mir mal rein. Bitte kommen Sie. Guten Tag. Guten Tag. Aha. Sie sind also der neue Gärtner? Chauffeur. Können Sie das denn beides? Sind ja verschiedene Berufe. Ich hoffe, Sie in beiden Bereichen zufriedenzustellen. Was haben Sie denn gelernt? Ich war Buchdrucker. Na, das ist ja ganz was anderes. Hatte aber auch Gelegenheit, mich in anderen praktischen Berufen zu bewähren. Zum Beispiel? Ich war viel in der frischen Luft, woran ich mich gewöhnt habe und es nicht mehr missen möchte. Gelernter Gärtner sind Sie also nicht? Nein, aber ich werde mich einsetzen bis zum Letzten. Bis zum Letzten? Das muss nicht sein. Sie sind eingestellt, natürlich noch mit einer Probezeit. Machen Sie alles andere mit meiner Frau aus. Danke, besten Dank. Ja, das ist schon gut. Gehen Sie im Moment heraus, ja? Ja, bitte. Sehr gerne. Und nochmal vielen Dank. Das ist ja ein eigenartiger Vogel. Wieso? Ein bisschen überschwänglich. Der Mann soll sich normal verhalten, nicht anders. Werf ihn raus, wenn er sich nicht normal verhält. Was ist normal? Er soll sich benehmen, wie es üblich ist. Daran ist man gewöhnt, darauf ist man eingestellt. Normale Menschen sind bequeme Menschen. Wenigstens in den meisten Fällen. Dora, kommst du mal bitte? Ich zeige ihm gerade, wo er wohnen wird. Wie heißt er eigentlich? Wagener. Karl Wagener. Ich habe gar nicht gefragt, hat er Familie? Danach habe ich ihn auch nicht gefragt. Dann tu's doch. Wiedersehen. Schöne Wohnung. Hell, freundlich. Ich habe immer noch den Zähnenkomplex und bin hingerissen, wenn ich so etwas sehe. Ich bin glücklich, Dora. Ich bin es nicht. Ich habe es gemerkt. Du warst nervös. So nervös, dass ich dachte, na, merkt denn der das nicht? Aber er hat nichts gemerkt. Er ist nicht sehr sensibel. Ich möchte mich mit dir darüber nicht unterhalten. Aber warum denn nicht? Ich hatte doch einen Eindruck gehabt. Ich war ungeheuer neugierig, wer dieser Mann ist. Das wirst du doch sicher verstehen. Ein Kaufmann, ein Mann, umgeben von Zahlen, die er beherrscht, mit denen er umzugehen versteht und damit umgeben von Schwierigkeiten. Also man sieht sofort, an diesem Mann hängt viel. Du hörst doch, ich möchte nicht darüber reden. Entschuldige, Dora. Entschuldige. Ich versichere dir noch einmal, du bist in keiner Zwangslage. Natürlich bin ich in einer Zwangslage. Das ist ein Zustand, der nicht andauern kann. Ganz ausgeschlossen. Ich verstehe dich, Dora. Ich verstehe dich. Du wirst so lange hier bleiben, bis wir eine Lösung für dich gefunden haben. Arbeit, eine Wohnung. Und bis du zur Ruhe gekommen bist. Ja, Dora. In Ordnung, Dora.
Dürfen wir mal reinkommen? Was höre ich, wer mein neuen Gärtner? Ich zeige ihm gerade die Wohnung. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Freut mich, dass wir wieder einen Gärtner haben. Der Garten sieht ja ziemlich wüst aus. Ich habe schon gesehen. Da ist einiges zu machen. Ich freue mich schon darauf. Mechaniker sind Sie auch? Mechaniker? Hey, ich habe gehört, Sie sind doch Chauffeur. Ach ja, Chauffeur. Wie jeder Chauffeur ist. Mit ein paar technischen Kenntnissen, die hoffentlich ausreichen. Ach, meinen Wagen müssten Sie mal nachsehen. Das mache ich gern. Ich versichere Ihnen, dass ich mich hier so nützlich wie möglich machen werde. Guten Abend, Frau Händele. Guten Abend, Herr Corin. Komme ich zu spät? In 5 Minuten wird gegessen. Guten Abend. Guten Abend, Papst. Abend, Dora. Hallo. Na? Wie waren die Proben heute? Es ging so. Guten Abend. Guten Abend, Frau. Ich war einfach nicht konzentriert genug. Ich hätte beinahe meinen Text vergessen. Was meine Vermutung bestätigt, du mutest dir zu viel zu. Ach, hör doch auf! Es wird doch nicht gleich wütend. Ich meine nur, du nimmst da eine große Anstrengung auf dich. Es muss erlaubt sein, zu fragen, ob du dieser Anstrengung gewachsen bist. Aber ja, Vater. Woher weißt du das? Dora hat mich mal zu einer Probe mitgenommen. Sie ist fantastisch. Ich meine, ich finde sie fantastisch. Sie ist echt begabt. Ich war ganz hingerissen. Schon gut, schon gut. Weißt du, was dein Fehler ist? Du bist zu schnell zu begeistern. Aber wieso ist das ein Fehler? Sei ganz unbesorgt, es ist kein Fehler. Mir gefällt das, was du sagst. Und was er sagt, das brauche ich jetzt. Ja, und wann werde ich denn mal mitgenommen ins Theater? Bei nächster Gelegenheit. Es ist angerichtet. Wie finden Sie unseren neuen Gärtner, Frau Henseler? Ein sehr angenehmer Mann, Herr Corin. Und ganz begeistert, dass er die Stellung hier bekommen hat. Wo ist er jetzt? Schon wieder rübergegangen. Wollte mir noch beim Abwaschen helfen. Das habe ich natürlich abgelehnt. Scheint ja ein Wunder zu sein, der Mann. Na, ich gehe mal rüber. Heute Morgen hatte ich ja kaum Zeit, ihn mir richtig anzusehen. Darf man mal reinkommen? Wir haben uns ja heute Morgen noch flüchtig gesehen, weil ich musste dringend ins Büro. Bitte nehmen Sie auch Platz. Danke. Aber ich höre, Sie fühlen sich wohl hier? Ja, danke. Ich fühle mich ganz ausgezeichnet. Zufrieden mit der Unterkunft? Besser, als ich erwartet hatte. Noch ein bisschen kahl hier. Naja, die persönlichen Kleinigkeiten, die fehlen noch. Aber ich vermisse nichts. Ich bin vollauf zufrieden. Na, sowas hört man selten. Ach, das war ein langer Tag. Gehen wir noch was trinken? Das wäre mir recht. Willi, wir sind weg. Ich hab verstanden. Moment, Moment. Da ist ein Gespräch. Dringend. Nehmen Sie mal ab. Wir sind doch schon weg. Stell's rüber. Ja, Derek? Ach, kann das nicht der Schröder machen? Ah ja, na gut, gib die Adresse. Ja? Ja, in Ordnung. Nichts mit trinken, es gibt Arbeit. Wer, wo, wie? Der Mann heißt Corin. Ist im Garten seines Hauses ermordet worden. Wahrscheinlich durch einen Messerstich. War der Notarzt schon da? Ja, aber es war leider nichts mehr zu machen. Danke. Ihr Mann sagte also, ich gehe mal ins Gärtnerhaus. Er wollte sich den Mann noch mal ansehen, den Sie heute Morgen eingestellt haben, in dem sprechen. Ja. Und
dieser Gärtner, wie heißt er? Waginger. Es war also der Letzte, der ihren Mann lebend gesehen hat. Ich weiß es nicht. Wo ist er jetzt? Ich glaube, in der Küche. Guten Abend, Herr Waginger. Das bin ich. Ich möchte mit Ihnen sprechen. Würden Sie bitte rausgehen? Ja. Bitte setzen Sie sich. Herr Waginger, Herr Corin, der war heute Nacht bei Ihnen im Gärtnerhaus. Ja. Er wollte wissen, wie es mir gefalle. Ich sagte danke, sehr gut. Und wie lange dauerte das Gespräch? Ein paar Minuten, nicht sehr lange. Dann gab er mir die Hand, wünschte mir alles Gute. Ich sagte, das wünsche ich mir auch. Dann ging er wieder. Erzählen Sie mal weiter, was passierte? Dann hörte ich einen Schrei. Ich lief sofort zum Fenster, konnte aber nichts erkennen, es war ja dunkel. Plötzlich ging das Licht an im Garten. Der junge Mann erschien, rannte herum und sah mich am Fenster. Er rief, was ist denn los? Hat hier nicht jemand geschrien? Ich sagte, ja, das habe ich auch gehört. Er rannte weiter herum und suchte, während ich hinausging. Dann rief er plötzlich, kommen Sie schnell, hier liegt mein Vater. Hm. Sie haben heute Morgen erst Ihre Stellung angetreten, ne? Ja. Warum? Na, nichts, das war nur eine Frage. Danke. Ich verstehe es. Ich verstehe es einfach nicht. Was hat dieser Waginger gesagt? Er war ganz erschüttert. Sagte nur, mein Gott, und dann hat er mir sofort geholfen, den Arzt zu holen und die Polizei zu verständigen. Willst du etwas trinken? Es hat dir doch immer gut getan, wenn du etwas getrunken hast. Cognac. Ich kann es nicht mit ansehen, wenn du so dastehst. Wie tot. Sieht, dass du Farbe kriegst. Ich habe Frau Corin gerade einen Cognac gegeben. Sie erlauben doch. Aber natürlich. Am besten, Sie geben mir auch gleich einen. Sehr gern. Weit und breit ist niemand zu sehen, der Grund gehabt hätte, meinen Vater umzubringen. Wir haben keine Feinde. Maria? Nein, das ist ganz ausgeschlossen. Dass irgendjemand meinen Vater aus privaten Gründen gehasst haben könnte. Er ist Kaufmann, er hat eine Firma. Da gab es immer mal wieder Schwierigkeiten, Streit manchmal mit Konkurrenten, aber nichts war so, dass man sagen könnte, da greift jemand zum Messer. Aber irgendjemand, der hat es ja schließlich getan. Nichts. Keine brauchbaren Spuren.
Das ist gut. Ihr könnt jetzt fahren. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Tja, der Fall wird schwierig. Warum wird er schwierig? Du sagst doch immer, jeder Fall hat eine Tür. Entweder ist sie auf oder sie ist zu. Die Tür ist zu. Ja. Ich geh noch mal rein, um mich zu verabschieden. Wir besprechen gerade etwas. Sagen Sie, müssen wir nicht Angst haben, solange wir nicht wissen, wer der Täter ist und warum er es getan hat? Ich meine, sind wir nicht auch in Gefahr? Die Frage kann ich Ihnen wirklich nicht beantworten. Lassen Sie Licht brennen. Halten Sie Türen und Fenster verschlossen. Ich nehme an, dass Sie im Haus eine Alarmanlage haben. Schalten Sie sie ein. Ich kann im Moment nicht mehr für Sie tun, als die nächste Polizeistation zu bitten, nachts ab und zu einen Wagen vorbeizuschicken. Die Umgebung zu kontrollieren. Ich meine, wenn Sie Wert darauf legen, könnte ich zu Ihrem Schutz hier im Hause bleiben. Das ist nicht nötig. Aber wenn Herr Waginger es anbietet, wenn es Ihnen nichts ausmacht? Mir wäre es auch lieber, wenn noch ein Mann im Haus ist. Ich mache es sehr gerne. Das Gästezimmer. Ich könnte sofort das Bett beziehen. Ich möchte das nicht. Ja. Gibt es denn einen Grund dafür? Nein, nein, das ganz und gar nicht. Aber ich möchte das nicht. Ja, aber warum denn nicht? Mir wird es auch die Angst nehmen. Ich habe nämlich Angst. Weil ich mir das alles überhaupt nicht erklären kann. Ich habe schreckliche Angst plötzlich. Machen Sie das Gästezimmer fertig, Frau Hänsel. Ja, gern. Herzlichen Dank, Herr Wagner. Aber ich bitte Sie. Kommen Sie. Ja, ich darf mich dann verabschieden. Gute Nacht. Was geschieht denn jetzt weiter? Nun, wir werden die Ermittlungen fortsetzen. Es hat einen Mörder gegeben und er hat ein Motiv gehabt. Beides müssen wir finden. Gute Nacht. Hier, die Protokolle-Fotos, Ermittlungsberichte, Tatortzeichnung und so weiter und so weiter. Danke. Ein völlig eingefriedetes Grundstück. Der Täter ist vermutlich über das Tor gekommen. Möglich. Also im Haus waren die Familie. Herr Corin, seine Frau, die Haushälterin, Sohn und Tochter. Vermutlich aus erster Ehe. Ja, die Mutter ist vor Jahren gestorben. Corin war zum zweiten Mal verheiratet. Ja, sie ist jedenfalls eine sehr hübsche, ganz attraktive Person. Eine, sollte eine hässliche heiraten. Und Schauspielerin. Hm. Na und? Ja, vielleicht liegt da was. Ich meine, sie ist sehr jung, sehr hübsch, wesentlich jünger als ihr Mann. Solche Ehen gibt's doch zu Tausenden. Hm. Was ist mit dem anderen eigentlich, mit diesem Herrn Waginger? Na, was soll schon sein? Der Mörder ist immer der Gärtner. Warum nicht? Ja. Warum eigentlich nicht? Herr Waginger hat angeboten, hier im Zimmer zu bleiben. Damit Sie in Ruhe schlafen können. Nur wenn es recht ist, natürlich. Wir sind Ihnen sehr dankbar, wenn Sie das tun wollen. Das ist doch selbstverständlich. Vielen Dank, Herr Waginger. Gut, dann gehen wir jetzt schlafen. Es hat doch keinen Sinn, noch länger aufzubleiben. Komm, ich bring dich hinauf. Gute Nacht. Gute Nacht. Wir sind ja alle entsetzt. Leg dich jetzt hin.
Du wirst zwar nicht schlafen können, aber ruh dich wenigstens aus. Wir haben ja jemand unten, der aufpasst. Schick ihn weg. Wenn du darauf bestehst, natürlich. Sie sollten vielleicht doch wieder lieber ins Gärtnerhaus hinübergehen. Es macht mir wirklich nichts aus. Ich habe immer nur wenig Schlaf gebraucht. Naja, ich weiß das zu schätzen, Herr Waginger. Das ist sehr liebenswürdig von Ihnen, aber wir sind der Meinung, dass Sie wieder hinübergehen sollten. Frau Corinne, nicht wahr? Sie ist ängstlich. Es richtet sich nicht gegen Sie, Herr Waginger. Aber sie hat Angst. Auch vor mir. Das hat sie damit sicher nicht sagen wollen. Es würde mich kränken. Bitte sagen Sie ihr, dass sie keine Angst zu haben braucht. Na ja, schon gut, Herr Waginger, ich werde ihr das sagen. Ja, bitte gehen Sie jetzt. Vor ihm hast. Ich habe jetzt vor jedem fremden Menschen Angst. Die du nicht zu haben brauchst, sagt er. Das würde ihn kränken. Wir hätten gerne Einsicht in die Akten, um zu wissen, worum es geht und was für ein Typ das ist. Ja, ein Psychogramm, das wäre natürlich ganz toll. Gut, danke. Waginger. Verstehe ich das richtig? Der war im Gefängnis? Kaum zu glauben, aber es ist so. In Kiel hat er gesessen. 4 Jahre wegen schweren Diebstahls. 3 davon hat er abgesessen und seit 2 Monaten ist er entlassen worden. Na, keine Reaktion? Ich gebe zu, ich bin überrascht. Aber es haut mich nicht vom Sessel. Willst du denn gar nichts essen? Ich kann nicht. Aber du musst etwas essen, Dora. Willst du ins Theater oder sollen wir absagen? Das geht nicht. Wir können keine Probe verlieren. Aber man wird doch Verständnis haben, wenn man hört, was gestern Abend hier passiert ist. Ich muss hin. Es hängt zu viel davon ab. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich wollte nur fragen, ob Sie heute besondere Arbeiten für mich haben. Ich muss in die Firma. Wenn du wirklich ins Theater willst, Herr Waginger wird dich fahren. Nein. Ich fahre selbst. Aber Dora, wenn wir nun schon einen Chauffeur haben, dann... Du bist doch viel zu nervös jetzt. Herr Waginger, Sie fahren Frau Corinne ins Theater. Aber sehr gerne. Ich hätte dich wahnsinnig gern auf der Bühne gesehen. Aber irgendwann werde ich das ja erleben. Hallo, Dora. Du
Du musst nicht hier sein. Wir probieren ohne dich heute, hm? Nein, nein. Ich brauche das. Genau das brauche ich. Ich ziehe mich nur schnell um. Gut. Also, Kinder, wie weit waren wir? Welche Seite? Gefühl, sagst du? Ich habe kein Gefühl. Lass mich fragen. Ich stelle die Frage ernsthaft. Was sind Gefühle? Welche Gefühle darf man haben? Welche muss man haben? Welche sind statthaft und welche nicht? Muss ich Gefühle haben, die du erwartest? Ist es mir nicht gestattet, ganz andere zu haben? Oder gar keine? Nein. Ist gar keine zu haben Krankheit? Oder ist es im Gegenteil Stärke? Du siehst, ich bin mitten in Überlegungen, die mir helfen sollen. Und kann dich kränken, was mir helfen soll? Was ist denn los? Sansi, sind Sie verrückt geworden? Entschuldigen Sie, wenn ich gestört habe. Das wollte ich nicht. Aber mein Beifall war ehrlich gemeint. Wer ist denn das? Mein Chauffeur. Sind Ulrich und Maria zu Hause? Ja, die Polizei ist auch da. Polizei? Kommst du mal da oben? Wir haben es heute Morgen erfahren. Die Akten sind unterwegs. Vorbestraft. Wir haben einen Mann eingestellt, der im Gefängnis gesessen hat. Du hast seine Papiere gesehen. Stand da nichts drin? Nein. Weswegen hat er im Gefängnis gesessen? Diebstahl. Ein Dieb? Was war er, Einbrecher? Wir werden es bald wissen. Ja, aber der Mann ist doch kein Mörder. Das ist doch ganz ausgeschlossen. Oder glauben Sie das? Vorläufig glaube ich gar nichts. Ja, wir werden ihn natürlich entlassen. Wo ist er? Ist er mit dir gekommen? Ja, er ist mit mir gekommen. Aber deswegen müssen wir ihn doch nicht entlassen. Tja, aber er hätte uns das zumindest sagen müssen. Er mag vorbestraft sein, aber deswegen müssen wir ihn nicht entlassen. Hat er uns bestohlen? Uns hat er doch nicht bestohlen. Ja, bis jetzt nicht, Dora, bis jetzt noch nicht. Kein Grund, dich aufzuregen. Auf mich hat er einen sehr guten Eindruck gemacht. Auf dich doch auch. Wollen Sie ihm das jetzt vorhalten? Ich? Na, ich doch nicht. Diebstahl ist nicht mein Ressort. Sie können schon essen, wenn Sie wollen. Nein, nein, ich kann warten. Ich habe mein Essen heute noch gar nicht verdient. Ich bin ja bloß mit dem Wagen herumgefahren. Herr Waginger, kommen Sie bitte. Die Polizei weiß, dass du im Gefängnis warst. So? Weiß sie es? Aber sie weiß doch sonst nichts. Nein. Keine Angst, Dora. Die musst du nicht haben. Das habe ich dir doch bewiesen. Bitte gehen Sie hinein. Herr Waginger, wir haben festgestellt, dass Sie in Kiel im Gefängnis waren. Ja, das ist richtig. Sie sind wegen Diebstahls verurteilt worden. Ein Brillant-Collier aus Anlass einer Schmuckmesse. Man hat es dann bei mir gefunden und leugnen wäre sinnlos gewesen. Wann sind Sie entlassen worden? Das ist jetzt 6-7 Wochen her.
Herr Waginger, der Diebstahl interessiert mich natürlich nicht. Aber ich möchte doch sehr gerne wissen, wo waren Sie in diesen 6 bis 7 Wochen? Da, wo früher mein Zuhause war. Aber es war mir alles fremd geworden. Meine Wohnung, meine alte Wohnung, war längst vermietet. Es erinnerte mich an nichts mehr und es hielt mich auch nichts mehr. Und dann sind Sie nach München gefahren? Ja. Warum gerade hierher? Warum? Weil es der weiteste Weg weg von zu Hause war. Ja. Gehen wir mal in Ihre Wohnung. Bitte. Man hat mir eine sehr schöne Wohnung gegeben, wie Sie sehen. Ich habe noch gar nicht richtig ausgepackt. Darf ich mich mal ein bisschen umsehen? Aber bitte. Danke. Ich besitze fast nichts. Man ist schnell damit zu Ende. Ich brauche aber auch nichts. Außer etwas Essen und Trinken und einen Platz, wo man sich hinlegen und etwas nachdenken kann. Wer hätte das nicht gern? Waren Sie immer schon so bescheiden? Ich konnte es mir nicht aussuchen. Tja, und? Was machen wir mit dem Mann? Der kann doch unmöglich bei uns bleiben. Was heißt bei uns bleiben? Ich sehe keinen Grund, ihn zu entlassen. Oder meinen Sie? Das ist Ihre Entscheidung. Die Frage ist doch nur, könnte er der Täter sein? Wenn ich das mit Sicherheit wüsste, hätte ich ihn längst festgenommen. Bis jetzt spricht nichts, aber auch gar nichts dafür, dass er etwa mit dem Mord zu tun hat. Ja, so mag sein, dass ich ihm Unrecht tue, aber ich will diesen Mann nicht mehr im Haus haben. Und ich meine, dass wir ihn nicht entlassen sollten. Das wäre ungerecht. Und ich möchte mir ungern nachsagen lassen, dass ich ungerecht bin. Sehen Sie, erstmal und zwar nur einmal mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Und Diebstahl ist etwas anderes als Mord. Entschuldigen Sie bitte. Ich möchte mich nur bei Ihnen bedanken. Wofür? Es ist doch sicher jetzt bekannt, dass ich aus dem Gefängnis komme. Sie hätten uns das sagen müssen. Dennoch fanden Sie darin keinen Grund, mir diese Stellung zu kündigen, wofür ich mich bedanke. Bedanken Sie sich bei Frau Corin. Wer ist da? Wer ist da? Ich bin's, Dora. Du schließt ab? Warum? Weil ich Angst habe. Aber Dora, die Haustür ist abgeschlossen. Alle Fenster sind geschlossen, die Alarmanlage ist eingeschaltet. Ich kontrolliere doch alles. Setz dich. Kannst du nicht hier bleiben? Hier bleiben? Nicht nur, weil ich Angst habe. Dora. Ja, soll reinkommen. Guten Morgen. Grüß Gott. Guten Morgen, Herr Waginger. Ich lese gerade Ihre Akten. Ich bin da an einer erstaunlichen Stelle. Wollen Sie Platz nehmen? Na, danke. Kaffee? Ja, bitte, mit Milch. Mit Milch. Herr Waginger,
Staatsanwalt und Richter. Beide waren damals der festen Überzeugung, hier steht's. Den Diebstahl des Brillant-Colliers, den haben nicht Sie begangen, sondern Ihre Frau. Alle Hinweise damals führten nicht zu Ihnen, die führten zu Ihrer Frau. Staatsanwalt und Richter waren fest davon überzeugt, dass Ihr Geständnis falsch war, dass Sie Ihre Frau nur entlasten wollten und dass Sie schließlich sogar die Strafe für Sie übernommen haben. Denn da Sie nicht zu bewegen waren, Ihr Geständnis zu widerrufen, mussten Sie schließlich verurteilt werden. Was sagen Sie denn dazu, Herr Waginger? Nichts. Was soll ich denn dazu sagen? Die Herren haben sich geirrt. Aber Ihre Frau war doch eine der Damen, die auf der Messe den Schmuck vorgeführt hatte. Ja, ja. Was sie sehr gut machte. Sie war sehr schön und verstand sich zu bewegen. Sie trug den Schmuck mit einer natürlichen Würde. Aber gefunden wurde das Brillant-Collier bei mir zu Hause in meinem Schreibtisch. Ich bin also völlig zu Recht verurteilt worden. Naja, der Richter sagte damals, ich zitiere jetzt mal aus dem Kopf. Herr Waginger, Sie lieben Ihre Frau, schön und gut, aber es ist eine falsch verstandene Liebe, gerade zu stehen für das, was Ihre Frau getan hat. Ich weiß ganz genau, was dieser Dummkopf sagte. Ich habe seine Worte noch im Ohr. Entschuldigen Sie. Aber es ist nach wie vor meine Meinung, dass diese Herren alle Dummköpfe sind. So, ja. Wo ist Ihre Frau denn heute? Was weiß ich? Sie hat sich nicht mehr gemeldet. Der Prozess hatte damals ein gewisses Aufsehen erregt. Und ich sagte ihr gleich, das Beste sei, wegzugehen, alle Verbindungen abzubrechen. Auch zu mir. Ja, warum haben Sie sich dann nicht scheiden lassen? Sie wollte nicht. Und warum nicht? Sie kennen sie nicht. Sonst würden Sie das verstehen. Sie ist eine Frau, die trotz allem zu mir hielt. Eine Frau mit großen Gaben und Begabungen, die es nicht verdient hatte, in einer Gefängniszelle zu verschwinden. Ja, aber damit geben Sie doch zu. Ich gebe nichts zu. Ich gebe überhaupt nichts zu. Sie haben mich gefragt, ich habe geantwortet. Das ist alles. Und Sie haben nie wieder etwas von Ihrer Frau gehört? Nie wieder. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe Ihnen alle Fragen beantwortet, aber jetzt müsste ich eigentlich Frau Corinne vom Theater abholen. Wenn Sie erlauben. Bitte gehen Sie nur. Guten Tag. Das ist doch irre. Bin fest überzeugt, er hat sich für seine Frau einsperren lassen. Für eine Frau, die sich dann aus Dankbarkeit nie wieder gemeldet hat. Das gibt's ja. Was wundert dich daran? Wie weit so ein Gefühl gehen kann. Du hast ja gerade gehört, wie weit so ein Gefühl gehen kann. Wenn es sich um wirkliche Liebe handelt, Harry. Ja, war das wirklich nur Liebe? Das wollte ich nicht sagen. Liebe, ich meine, was ein Mensch aus übergroßer Liebe tut oder lässt, das ist nicht berechenbar. Das wollte ich sagen. Also wenn das kein Erfolg wird... Bist du verrückt? Mal den Teufel mich an die Wand. Entschuldige. Du bist nochmal von der Polizei verhört worden. Ja. Und, was wollten Sie denn wissen? Sie haben sich die Akten kommen lassen und mir vorgehalten, was der Staatsanwalt und der Richter damals gesagt haben. Und? Keine Angst, Dora. Du bist wieder einmal viel zu aufgeregt. Mit Recht bin ich das. Wenn da was rauskommt, bin ich erledigt. In jeder Hinsicht. Alles kann ich abschreiben, was endlich mein Leben gewesen wäre. Du denkst immer nur an dich. Das ist ein Fehler, Dora. Weißt du, wo du heute wärst, wenn ich dieses eine Mal nur an mich gedacht hätte? Aber mich wirst du nicht los. Niemals. Ja, einen Moment bitte. Stefan? Ja? Der Psychologe aus Kiel, Professor Bruns. Danke. Guten Abend, Herr Professor, das ist Oberinspektor Derrick. Entschuldigen Sie bitte die späte Stunde. Aber das macht doch nichts. Ich komme gerade nach Hause und finde die Nachricht vor. Es geht um den Fall Waginger. Ja, mit dem hatte ich seinerzeit zu tun. Ich war Gutachter in dem Prozess. Ein hochinteressanter Fall. Ein Mann, der geradezu mit Begeisterung die Schuld seiner Frau auf sich nahm. Aber wissen Sie, die eigentlich interessante Figur war sie. Eine kalte, hartherzige Person. Ungeheuer attraktiv. Auf der anderen Seite von einer geradezu immensen Immoralität.
Das macht ihr nicht das Geringste aus, ihren Mann für sich ins Gefängnis gehen zu lassen. Was nicht zu verhindern war. Sie spielten die Rollen perfekt. Wie? Was meinen Sie? Nein, bei ihrem Mann nie wieder gemeldet. Sie hat ihn von heute auf morgen sozusagen aus dem Gedächtnis gestrichen. Als habe es ihn nie gegeben. Und wie hat der Mann darauf reagiert? Ja, das ist schwer zu sagen. Jedenfalls nicht in einer Weise, die einem Rückschlüsse erlauben würde. Er reagierte scheinbar überhaupt nicht. Worüber ich übrigens selber sehr erstaunt war, weil ich den Mann ja für äußerst labil halte. Danke, Herr Professor. Entschuldigen Sie nochmal die späte Störung. Hat gar nicht reagiert. Scheinbar nicht. Ein Mann, der andererseits so labil ist. Und wenn er nun reagiert hat, ohne dass es jemand gemerkt hat. Wie denn? Ein Mann, der seiner Frau so hörig ist, zugleich so labil ist, bei dem können doch alle Sicherungen durchbrennen. Ohne dass man das merkt? Na, warum nicht? Der Mann befindet sich zweifellos in einem Ausnahmezustand. Er wird aus dem Gefängnis entlassen, irrt 6-7 Wochen in der Gegend herum, dann fährt er nach München und... Du, lass noch mal sehen. Das wissen Sie. Frau Waginger ist doch aktenkundig. Wie heißt sie? Ihr Vorname? Dorothea. Dora. Genau wie Frau Corin. Ja. Ich meine, es könnte ja auch ein Zufall sein, nicht? Zufall? Ich glaube jetzt nicht mehr an Zufall. Waginger hat seine Frau gesucht und er hat sie gefunden. Verheiratet, Stefan. Sie war doch gar nicht geschieden. War sie nicht. Klarer Fall von Bigamie. Dabei hätte sie mit einem Wort alles klären können. Und hätte dagestanden mit einer ungültigen Ehe. Verwöhnt, wie sie ist, umgeben von Reichtum und Luxus. Sie hätte dagestanden mit einer gescheiterten Karriere als Schauspielerin. Sie hätte alles verloren, er nichts. Ja, und der Mord? Der Mord? Der Mord? Naja. Wir nehmen es ja als sicher an, Harry, dass Waginger sich in einem Ausnahmezustand befand. Aber was heißt das nun? Bei einem so labilen Menschen, bei einem Menschen, der jeden festen Boden unter den Füßen verloren hat. Wenn er nun ganz einfach berichtigen wollte, was seiner Meinung nach nicht in Ordnung ist. Verstehst du? Er ist der Mann seiner Frau, kein anderer. Du meinst also, er ist der Mörder von Corin? Da bin ich ganz sicher. Dann hätte er eigentlich genauso gut seine Frau umbringen können. Nee, die liebt er. Keine Angst, Dora. Du brauchst keine Angst zu haben. Solange dieser Mann, mein Mann, lebt, der deinen Vater getötet hat und der auch uns nicht so leben lassen wird, wie wir wollen. Wo ist er jetzt? Kriminalpolizei, Derek. Was wollen Sie? Das ganze Haus schläft. Bitte öffnen Sie. Guten Abend, Frau Waginger. Wir werden jetzt Ihren Mann holen zu einer Gegenüberstellung.
Bitte wecken Sie jetzt alle Hausbewohner. Tut mir leid, Frau Hänseler ist für 2 Tage zu ihren Verwandten gefahren. Ja? Und die jungen Leute? Maria schläft heute Nacht bei einer Freundin. Und Ulrich Corin ist der im Haus? Nein. Herr Waginger? Herr Waginger! Stefan, also irgendwas stimmt da nicht. Ich habe eben geklopft und gerufen, aber der Waginger meldet sich nicht. Die Tür ist abgeschlossen, obwohl Licht brennt. Haben Sie einen Schlüssel zu dem Haus? Ich weiß nicht, wo der ist. Frau Hänseler ist nicht da. Was hier gelungen wäre, wahrscheinlich nicht mehr. Zeit und alle Münchner Tageszeitungen, die bitte schön. So wie üblich. Besten danke. Dank. Anzeigen. Ich denke, ich fahre mal nach München. Ein paar Adressen aufsuchen. Da sind ein paar Stellenangebote drunter, die für mich sehr interessant sind. Frühstück habe ich dir schon gemacht. Steht alles auf dem Tisch. Setz dich doch. Ich
Ich denke, ich nehme den ersten Zug. Soll ich dir ein Brot machen? Ich habe keinen Appetit. Du isst viel zu wenig in der letzten Zeit. Ich glaube, ich bleibe am besten über Nacht. Dann bin ich morgen früh der Erste, wenn die Zeitungen herauskommen. Ja, mach das nur. Ich verspreche mir eine ganze Menge davon. Irgendwann, weißt du, habe ich sicher auch wieder Glück. Ach was, du bist über das Alter raus. Na, hör mal, Anfang 50. Das ist doch kein Alter für einen Mann. Willst du mir die Hoffnungen auch noch nehmen? Willst du das wirklich? Ich meine, du gehst an der Realität vorbei. Aber fahr ruhig nach München. Nur, ich mach mir keine Illusionen mehr. Du hast dich wieder hingelegt? Fährst du jetzt? Ja. Ich muss dir etwas sagen. Wir haben im Moment eine schwierige Zeit miteinander, wir beide. Im Moment? Seit einem Jahr? Ich will sagen, es ist nicht leicht für uns. Für uns beide nicht. Wir haben uns irgendwie verlaufen. Amelie, ich weiß nicht mehr, wo es lang geht. Wir dürfen uns nicht verlieren. Oder ist uns das schon passiert? Bring uns da raus. Ich schwöre dir, ich kann nicht mehr lange. Wenn du uns da nicht rausbringst, dann gehe ich. Aber ich will das nicht. Fahr nach München. Ruf mich an. Sag, dass alles in Ordnung ist. Ja, ich mach das. Ich mach es. Ich werde bestimmt Erfolg haben. Ich spüre das irgendwie. Und dann rufe ich dich an, ja? Langefeldstraße. Weiß ich nicht. Haben Sie einen Stadtplan? Kann ich da mal reinschauen? Reinschauen? Den können Sie nur kaufen. Wenn Sie reinschauen, ist er gebraucht. Und gebrauchte Sachen verkaufe ich nicht. Natürlich. Was kostet der? 10,80 Mark. Guten Morgen. Ich komme wegen Ihrer Anzeige hier. Sie wollen Ihre Unterlagen abgeben? Nein, nein, ich wollte mich vorstellen. Aber meine Unterlagen können Sie sehen. Ich kann sie zeigen, ich meine, persönlich vorzeigen. Nein, Sie können sie gerne hier lassen, wenn Sie wollen. Alle Bewerbungen werden gesammelt, sodass man sie sich in Ruhe anschauen und sich dann entscheiden kann. Ich habe aber keine Kopien. Ich dachte, ein persönlicher Eindruck wäre auch entscheidend. Die Herren sind im Moment nicht im Haus.
Und soweit ich weiß, wird da auch eine jüngere Kraft gesucht. Wollen Sie was verkaufen? Nein, nein. Das heißt ja, wenn Sie mich kaufen wollen. Ich beziehe mich da auf Ihre Anzeige, Entschuldigung. Ich suche da einen Speditionskaufmann. Ja, wissen Sie, ich habe überlegt, was das eigentlich ist, Speditionskaufmann. Aber Kaufmann ist Kaufmann und ich bin ein guter. Wenn ich Ihnen meine Papiere zeigen darf. Ihre Papiere können Sie gleich wieder einstecken. Die will ich gar nicht sehen. Ich sehe mir Sie an. Und ich weiß, dass Sie nicht hier reinpassen. Ja, bitte? Kann ich ein Zimmer bekommen? Wollen Sie sich bitte eintragen? Eine Frage vorher. Was kostet es? Ab wie viel ist es Ihnen zu teuer? Wenn es danach geht, dürfte es gar nichts kosten. Schön, 60 Mark. Ich bin 20 runtergegangen. Bad und Toilette sind im Gang rechts hinten. Danke. Pension Lüttke. Komm mal ein bisschen hin, ich habe nicht so viel Zeit. Nicht ganz so schnell, immer erst an die Kasse.
hier das einzige Badezimmer? Ich glaube ja. Die Zimmer sind ja billig. Wahrscheinlich deswegen. Ja? Mein Zimmer ist nicht gerade billig. Hat sie auch einen Mädel draufgeschleppt? Nein, ich bin auf Geschäftsreise sozusagen. Ja, Reisender, was denn? Ich suche eine Stellung. Wieso, haben Sie keine? Ich habe schon seit einem Jahr keine. Können Sie nichts? Ich bin ausgebildeter Kaufmann mit besten Zeugnissen, aber alles umsonst. Hängen Sie nicht auf. Haben Sie hier kein heißes Wasser? Nicht mal Zahnputzgläser. Wissen Sie, ich kann eigentlich jeder abschleppen, der sie einigermaßen gut aussieht. Und danach finde ich mich zum Kotzen. Ich frage mich ernsthaft, wo ich meinen Verstand gelassen habe. Ist tot, nicht wahr? Ja, ich glaube. Scheiß Alkohol. Sie wird mich beklauen, diese Dreckshure. Als ich vorhin hier drin war. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Unten hat mich niemand gesehen. Aber Sie haben mich gesehen. Ja, ich habe Sie gesehen. Jetzt hören Sie mir mal zu. Ich will nicht in den Knast gehen. Ich schwöre Ihnen, ich habe sie erwischt, wie sie meine Brieftasche in der Hand hatte. Ich habe ihr ein paar geknallt und sie ist blöde hingefallen. Das Ganze war irgendwie ein Unfall. Ich hatte sie auch schon bezahlt. Meinen Sie, wir könnten uns irgendwie arrangieren? Arrangieren? Oder wollen Sie die Polizei rufen? Arrangieren, wie meinen Sie das? Wenn Sie quatschen, dann bin ich dran. Ja, jetzt habe ich begriffen. Ich habe Sie vorhin vom Fenster aus gesehen. Sie fahren ein sehr teures Auto. Es geht Ihnen sehr gut. Bis auf das Problem jetzt mit dem toten Mädchen. Sie wollen, dass ich den Mund halte? Ja, natürlich will ich das. Ich bin ja darauf angewiesen. Sie müssen mir nicht erst erklären, worauf ich angewiesen bin. Sie sagen, es hat Sie niemand gesehen? Nein, niemand. Dann gehen Sie jetzt in Ihr Zimmer zurück. Wieso soll ich nochmal in das Zimmer? Packen Sie alles zusammen, was Ihnen gehört. Jackett, Schuhe und so weiter. Und dann versuchen wir beide hier wegzukommen, ohne dass man uns sieht. Ich hole Sie, was ich Ihnen sage. Ich komme mit. Thank you.
Schuhe anziehen. Ja. Gehört das Geld da hinten Ihnen? Ja. Sie haben was getrunken. Ein Glas angefasst. Wir haben nichts getrunken. Etwas anderes berührt. Die Tür, höchstens die Türklinke. Ich fahre, geben Sie mir den Schlüssel. Wir müssen uns absprechen. In aller Ruhe, wissen Sie? Und zwar in einer Kneipe, in der Sie nicht bekannt sind und die nicht so weit weg ist. Wir sind jetzt in einer beschissenen Lage. Aber das ist für mich nichts Neues, sowas kenne ich auch. Wo haben Sie das Mädchen aufgegabelt? Warum fragen Sie? Weil ich wissen muss, ob ich der Einzige bin, der weiß, dass Sie jemanden umgebracht haben. Hat Sie jemand zusammen mit dem Mädchen gesehen? Ich habe Sie in einer Bar kennengelernt. Und da haben Sie sie angesprochen? Nein, dort nicht. Sie ging raus und ich bin ihr nach. Ich dachte, es würde vielleicht Spaß machen mit ihr. Sie haben sie also auf der Straße angesprochen? Ja. Es ist uns auch sicher niemand begegnet. Und in der Pension? Es hat uns keiner gesehen, glauben Sie mir. Keiner außer mir. Ich bin auch in einer beschissenen Situation. Wir wollen Geld? Ich meine, darüber könnte man doch reden, das wäre kein Problem. Schön, wenn alles sagen kann, Geld ist kein Problem. Ich brauche eine neue Stellung. Wenn Sie mir eine neue Stellung verschaffen, halte ich den Mund. Vor uns weiter! Der Ruf, da steht zwar Fotomodell, aber der Portier unten sagt, ihr Geld hat sie liegen verdient. Hier hat sie ja Kunden empfangen. Ja, na, suchen wir mal den Freier. Ja. Tja,
Das Ganze ist wohl eine Absteige hier, was? Nein, eine Pension. Wir vermieten Zimmer und verlangen kein polizeiliches Führungszeugnis. Also wollen auch nicht wissen, wie jemand sein Geld verdient, wenn er nur das Zimmer bezahlen kann. Aber bei der Dame von Zimmer 18 wussten Sie, wie sie ihr Geld verdient, oder? Ja, irgendwie habe ich das mitgekriegt, aber eine Absteige sind wir nicht. Haben Sie das Mädchen heute Abend gesehen? Ja, so gegen 7. War noch hell, als sie losging. Sie wippte ihr vorbei, die Hand hoch, tschüss. Wissen Sie, wir haben uns ganz gut vertragen. Sie sah hübsch aus, aber irgendwie ein armes Ding. Ja, und später haben Sie sie nicht mehr gesehen? Nein. Ja, jetzt sagen Sie uns mal, wer hier alles wohnt. Sie erpressen mich. Das sehe ich nicht so. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Leistung und Gegenleistung. Damit haben wir es hier zu tun. Ich selbst kann Ihnen keine Stellung besorgen. Ich habe keinerlei Beziehungen. Aber ich könnte mit meiner Mutter sprechen. Nur dazu müsste ich ja alles sagen. Nein, das geht nicht, das kann ich nicht. Darauf kann ich keine Rücksicht nehmen. Das ist Ihre Sache. Ich nehme auf gar nichts mehr Rücksicht. Ich wohne hier allein mit meiner Mutter. Ihre Mutter ist schon schlafen gegangen. Danke, Maria. Sie können dann auch ins Bett gehen. Warten Sie. Komm rein, ich hab dich schon gehört. Was ist los? Was ist passiert? Komm her, komm. Ich sehe es dir doch an. Was ist? Ein Unfall? Irgendwie war es das. Ja, Mama. Ein Unfall. Mama, du musst mir helfen. Bitte. Dieser Mann ist unten. Ja. Geh zu ihm. Ich komme gleich. Sie kommt gleich herunter. Gut. Wollen Sie was trinken? Nein, lieber nicht. Stellen Sie sich gleich darauf ein. Sie wird es Ihnen nicht leicht machen. Sie sind es also. Mach mir einen Whisky. Wie heißen Sie? Sassner. Sie kommen aus... Aus Wasserburg.
heute Morgen, um mir hier eine neue Stellung zu suchen. Sie sind arbeitslos? Seit einem Jahr. Haben Sie Familie? Eine Frau. Ich kann nicht nach Hause kommen, ohne ihr sagen zu können, ich arbeite wieder, ich verdiene wieder Geld. Sehe ich das richtig? Sie sind in einer verzweifelten Situation. Sie sehen das richtig. Durchaus. Mein Sohn ist ein Dummkopf. Aber ich habe nur ihn. Und ich liebe ihn. Ein böses Geschäft, das wir miteinander haben. Sie schweigen. Und ich bezahle Sie für Ihr Schweigen. Ich will kein Geld. Regen Sie sich nicht auf. Ich habe schon begriffen, was Sie wollen. Sie werden Ihre Stellung bekommen. Ich werde dafür sorgen. Aber was ich wissen muss, ist, wie stark sind Sie eigentlich? Sie sind für die Polizei, die übrigens schon längst in dieser Pension sein wird, ein wichtiger Zeuge. Oder sogar ein Verdächtiger. Sind Sie sich darüber im Klaren, dass man Sie auch verdächtigen kann? Mein Sohn ist ein Dummkopf, wie gesagt. Aber vielleicht sind Sie auch einer. Einer, der mit Realitäten nicht umgehen kann. Wie standfest sind Sie eigentlich? Wie kaltschnäuzig? Wie geistesgegenwärtig? Können Sie Verhören standhalten? Kann durchaus sein, dass die Polizei Sie bereits erwartet. Sie wartet übrigens bestimmt schon auf Sie. Ein böses Geschäft, das wir miteinander haben. Ich fahre Sie jetzt zurück. Wenn die Polizei Sie verhört, versuchen Sie, die Übersicht zu behalten. Man wird Sie fragen, wo Sie während der Mordzeit waren. Was werden Sie antworten? Ich kenne mich nicht aus in München. Den Bahnhof kenne ich. Ja, ich könnte sagen, ich war im Bahnhofsrestaurant. Nein, das ist nicht gut. Man würde mit Ihnen dorthin gehen. Zeigen Sie uns den Tisch, an dem Sie gesessen haben. Wer hat Sie bedient? Was haben Sie gegessen? Was haben Sie getrunken? Und schon wäre alles aus. Nein, sagen Sie ganz einfach, Sie sind ziellos in München herumgelaufen. Das ist zwar auch nicht besonders gut, aber bleiben Sie ruhig dabei. Sagen Sie, Sie hatten kein Geld, um noch irgendein Lokal aufzusuchen. Sie haben doch keins. Viel habe ich nicht mehr. Ich kann Sie nicht vorfahren. Ich werde Sie dort an der nächsten Ecke schon aussteigen lassen. Ja. Machen Sie keine Fehler. Entschuldigen Sie. Ja. Sie können nicht hier rein. Ich habe ein Zimmer hier. Ah ja, und die Zimmerschlüssel sind zugleich auch Hausschlüssel. Ja, da kommt er. Herr Sassner? Ja, was ist denn passiert? Momentchen mal bitte. Rufst du mal das Präsidium an? In Ordnung. Sie haben Zimmer 17. Ja. Kriminalpolizei. Können Sie bitte mitkommen? Was ist denn hier los? Was machen Sie denn hier? Glauben Sie, ich hätte das Mädchen umgebracht? Herr Sassner? Woher wissen Sie, dass jemand umgebracht wurde? Und dass es sich um eine Frau handelt? Wo waren Sie die letzten 2 Stunden? Danke. Na, wie sieht's aus?
Tja, er ist verwirrt und nervös. Hast du ihn dir richtig vorgenommen? Und den Mord auf den Kopf zugesagt? Ja, genau, wie besprochen. Ja, aber nervös sein, das reicht mir nicht. Mhm. Was ist das für ein Mann? Tja, also viel kann ich noch nicht dazu sagen. Er wohnt in Wasserburg, ist heute früh nach München gekommen, auf Stellungssuche. Hier sind so Anzeigen, die was er für eine sich angekreuzt hat. Sucht er denn da? Diplomkaufmann. Mhm. Also von Papieren her eher ein tüchtiger Mann, aber bürgerlicher Typ. Das heißt ja nichts. Ja, eben. Aber er hat gewusst, dass hier ein Mädchen ermordet wurde. Woher weiß er das? So, ich habe hier so ziemlich alles, was Sie ausgesagt haben. Name, Adresse und so weiter und so weiter. Wenn das alles schon dasteht, was wollen Sie noch? Ihre Leute haben mir Fragen gestellt, als hätten Sie einen Idioten vor sich. Na ja, Sie sind arbeitslos, ne? Steht das nicht da? Das muss doch auch dastehen. Und warum ich nach München gekommen bin? Stellungssuche ist ein harter Job, wissen Sie? Da geht Ihre Seele zu Fuß. Oh, das ist aber ein wirklich hübscher Ausdruck. Da geht einem alles Mögliche im Kopf rum. Glauben Sie wirklich, da interessiert mich noch irgendeine Frau? Das wäre ein billiger Ausweg. Brauche ich nicht. Dass das Mädchen, das da ermordet worden ist, eine Prostituierte war, das hat Ihnen aber niemand gesagt. Das haben doch sogar die Leute gewusst, die vor dem Hotel standen. Mhm. Gut, also kommen Sie morgen ins Präsidium. Wir werden Ihre Aussage zu Protokoll nehmen. Das müssen Sie unterschreiben. Morgen habe ich was vor. Anzeigen abklappern. Nein, Sie kommen morgen ins Präsidium. Das ist eine offizielle Vorladung. Aber schlafen darf ich hier noch, ja? Oder haben Sie was dagegen? Gute Nacht. Ziellos herumgelaufen, wenn ich das schon höre. Ja, das ist zu blöd. Es kann richtig sein, kann falsch sein. Na, die haben Sie ja gestern ganz schön in der Mangel gehabt. Ja, das haben die. Aber da sind Sie an den Falschen geraten. Übrigens, der Kaffee ist gut, er ist stark und den kann ich gebrauchen. Sagen Sie, können Sie mir ein Taxi besorgen? Taxi? Ja, klar kann ich das. Mama, das ist da. Wenigstens haben Sie ihn noch nicht eingesperrt. Und? Sie sehen mich an, als ob Sie nur eins wissen wollten. Ob alles in Ordnung ist. Es ist alles in Ordnung. Aber geschlafen haben wir wohl beide nicht gut, was? Kommen Sie rein. Warum kommen Sie hierher? Alles in Ordnung, sagt er. Ich würde es gern von ihm selbst hören. Also, warum? Darf ich mich setzen? Sie haben recht gehabt. Man wollte mir den Mord anhängen. Die waren auch nicht zimperlich. Wollte mich überrumpeln. Aber ich hab's durchgestanden. Ich bin's ja auch nicht gewesen. Und was ist mit meinem Sohn? Ihren Sohn hat niemand gesehen. Keiner kann ihn beschreiben. Ich glaube, der ist raus aus der Gefahrenzone. Völlig raus. Sie haben Ihre Stellung.
Ein Bekannter von mir stellt sie ein. Sie können nächste Woche anfangen. Kann ich mal telefonieren? Da drüben. Amelie, ich bin's. Du, ich habe eine Nachricht. Diesmal eine sehr gute. Ich habe eine neue Stellung gefunden. Großartig. Das ist ja großartig. Was für eine Stellung ist es denn? Wann fängst du an? Montag. Nächsten Montag. Ich wollte nur sagen, ich komme erst morgen zurück. Morgen Abend. Nein, das kann ich dir jetzt nicht sagen, nicht am Telefon. Ja. Also dann, und Amelie, ich liebe dich. Vergiss das nicht, ja? Ja. Ich danke Ihnen. Warten wir es erstmal ab. Ist die Polizei denn fertig mit Ihnen? Ich muss heute noch mal hin. Jetzt. Aber uns kann ja nichts mehr passieren. Ja, ja, Mama, ihr habt recht. Uns kann nichts mehr passieren. Stefan, wir sind soweit. Ja. Danke. Guten Morgen, Herr Sassner. Guten Morgen. Ich soll etwas unterschreiben? Ja, ja, Ihre Aussage. Nehmen Sie Platz. Danke. So. Ja, jetzt lesen Sie sich das bitte mal ganz genau durch und unterschreiben Sie. Ja, das mache ich. Sie lassen mich aber nicht mehr an die Wand drücken, ja? Oh, entschuldigen Sie, waren mir grob zu Ihnen. Das tut mir leid, aber immerhin. Sie standen unter Mordverdacht, nicht? Ja, das wär's dann. So. Zufrieden? Sie sind heute ganz gut drauf, was? Ja, einigermaßen. Schon, weil ich das da los bin. Naja, das kann ich sehr gut verstehen. Gestern, da sagten Sie noch, meine Seele geht zu Fuß. Das, habe ich mir gemerkt, das ist ein ulkiger Ausdruck. Heute da hat Ihre Seele Flügel, nicht? Ja, sehr richtig. Na gut, wir werden vielleicht noch die eine oder andere Frage an Sie haben. Also wir müssen natürlich wissen, wo wir Sie erreichen können. Bleiben Sie in München? Ja, natürlich bleibe ich in München, ja. In der Pension da? Nein, da nicht. Da ganz bestimmt nicht. Na gut, dann sagen Sie uns, wo wir Sie erreichen können. Also, kann ich gehen? Sie können gehen, ja. Ja, dann schönen Tag noch, nicht? Ja. Was ist mit dem passiert? Das ist ein ganz anderer Mensch. Moment mal, wir haben doch seine Telefonnummer vom Wasserburg. Ich rufe mal seine Frau an. Bist du es noch mal? Du hast aufgelegt. Ich wollte dich noch so viel fragen. Frau Sassner? Ja? Wer ist denn da? Mein Name ist Derek. Ich habe gerade mit Ihrem Mann gesprochen. Können Sie uns sagen, wo ich ihn erreichen kann? Meinen Mann? Ja, das weiß ich selbst nicht. Er hat mich heute Morgen angerufen, dass er eine Stellung gefunden hat. Haben Sie etwas damit zu tun? Ja, ja, in gewisser Weise. Ich danke Ihnen, Frau Sassner. Ich rufe Sie dann noch einmal an, ja? Danke. Ach, der hat eine Stellung gefunden. Wie spät ist es jetzt? 11. Dann hat er in 2, 3 Stunden eher weniger
Hat er eine Stellung gefunden und erzählt es uns nicht? Ruf mal in der Pension an. Nein, sein Koffer ist noch da. Wir kriegen es zu tun, was? Wenn Sie wegen Nummer 17 kommen, vor 5 Minuten hat er seinen Koffer abgeholt und ist weg. Hat er gesagt, wohin? Hat er nicht. Ist er abgeholt worden? Nein, ich habe ihm ein Taxi gerufen. Ein Taxi? Oh, der fährt nur noch mit dem Taxi durch die Gegend. Sie haben doch das Taxi bestellt, wahrscheinlich telefonisch. Dann rufen Sie mal an. Ich will wissen, wohin das Taxi fährt. 587, kommen. 587. Wohin fahren Sie, 587? Wohnzimmer 15, ist was? Da war eine Anfrage. Danke. Ist eine Anfrage gewesen. Wieso eine Anfrage? Was weiß ich. Können Sie da mal nachfragen? 587 für Zentrale. 587 kommen. Ihr wolltet wissen, wohin ich fahre. Warum? Hat sich erledigt. Braucht Sie nicht zu interessieren. Richtig. Sie haben es gehört? Ja, ich hab's gehört. Wissen Sie, es geht nämlich keinen was an, wohin ich fahre. Die Polizei ist alles bestens gelaufen. Von da aus droht keine Gefahr. Und aus der Pension bin ich auch ausgezogen. Ich hätte ja keine Nacht mehr ruhig schlafen können. Sie werden sich sofort ein anderes Hotel suchen. Eines, das Sie sich gerade noch leisten können. Ich kann mir gar keins mehr leisten. Ich werde Ihnen Geld geben. Eine kleine Summe. Sie dürfen keinen Aufwand treiben, verstehen Sie? Sie suchen immer noch eine Stellung. Und noch etwas. Vergessen Sie dieses Haus. Vergessen Sie mich. Vergessen Sie meinen Sohn. Ja, aber ich muss Ihnen noch etwas sagen. Ich bin mit einem Funktaxi gekommen und während der Fahrt hat die Zentrale den Fahrer gefragt, wohin er fährt. Er hat es Ihnen gesagt. Er wusste ja, wohin ich will. Setzen Sie sich doch. Die Polizei ist vielleicht klüger, als Sie sich vorgestellt haben. Mama? Jetzt nicht. Welche Firmen haben Sie gestern aufgesucht? Nennen Sie mir die Adressen. Sagen Sie, mit wem Sie gesprochen haben. Bertel, du fährst Herrn Sassner dann in die Stadt zurück und wartest auf mich im Büro. Also, wo waren Sie gestern? Zwei Herren von der Kriminalpolizei sind da. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Maria, dieser Brief müsste noch zur Post, ja? Und noch etwas. Entschuldigen Sie bitte. Maria, rufen Sie sofort meinen Sohn in der Firma an, ja? Er soll nicht vor abends nach Hause kommen. Entschuldigen Sie bitte, wir mussten noch etwas bestellen, bevor die Geschäfte schließen. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke sehr. Das ist der Kleine, mein Name ist Derek. Mordkommission. Mordkommission?
Worum geht es? Kennen Sie Herrn Sassner? Ja, das ist dieser Mann, der aus Wasserburg nach München gekommen ist, um sich hier eine Stellung zu suchen. Woher kennen Sie ihn eigentlich? Ich traf ihn in so einem großen Bürogebäude. Er dachte, ich kenne mich da aus und fragte mich nach einer Firma. Er hatte so eine Anzeige in der Hand. Er machte einen sehr unglücklichen und verwirrten Eindruck. Also habe ich mich ein bisschen mit ihm unterhalten. Er hat mir sofort sein ganzes Leben erzählt, seine Probleme und... Naja, Sie kennen das ja. Er hat mir leid getan. Also habe ich ihm gesagt, besuchen Sie mich doch mal. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Was, der war hier? Hier in Ihrem Haus? Ja, schon heute Morgen. Dabei erzählte er mir, was in dieser Pension passiert ist. Ein Mord oder ein Unfall? War Herr Sassner nicht schon heute Morgen auch bei Ihnen? Woher wissen Sie das? Er war danach noch einmal hier. Ich konnte ihm helfen. Ein Bekannter von mir, Dr. Reis, Werkzeugmaschinen, der wird ihn einstellen. Kann ich Ihnen sonst irgendwie helfen? Sagen Sie, dieses Foto da auf der Kommode, ist das Ihr Sohn? Ja. Naja, in der Pension, in der Sass noch wohnte, da ist eine Prostituierte durch eine Misshandlung umgekommen. Und da war, Sassner hat Ihnen das längst erzählt, nicht wahr? Das Ganze hat ihn natürlich sehr erschüttert. Es passierte schließlich im Zimmer nebenan. Ja, und dann war es ein junges Mädchen. Naja, Prostituierte. Ein Mensch ist umgekommen. Das ist immer schlimm. Weißt du, sie ist sicher eine ganz interessante Frau, sehr willensstark. Aber sie hat diesen Willen ganz nach innen gekehrt, wie in einer Verteidigungshaltung. Aber Verteidigungshaltung, naja, heute schon fast normal. Steffen, hier steht, die Frau Holzinger lebt allein zusammen mit ihrem Sohn. Und er ist vorbestraft. Bertolt, der Kommissar möchte dich gerne kennenlernen. Guten Tag. Guten Tag. Warum er dich sprechen will, das weiß ich nicht. Du bist sicher genauso neugierig wie ich. Ja, worum geht es? Sassner. Kennen Sie Herrn Sassner? Das ist doch der Mann, dem meine Mutter geholfen hat. Sie hat ihn in der Stadt getroffen, als er... Ja, wie war das noch? Du hast ihn in einem Bürogebäude getroffen. Er fragte dich was. Was fragte er? Der Kommissar weiß Bescheid. Ich habe ihm schon alles erzählt. Noch irgendwas, womit ich Ihnen helfen kann? Nein, danke. Dann kann ich ja wieder gehen. Sie können gehen. Wiedersehen. Wir kennen den Strafregisterauszug Ihres Sohnes. Kennen Sie ihn auch? Ja, ich kenne ihn auch. Ein Unfall mit seinem Wagen. Vor ungefähr einem halben Jahr. Mit Fahrerflucht. Und in Begleitung einer Prostituierten. Und was soll das bedeuten? Naja, zunächst einmal, dass er so mit Prostituierten verkehrt. Wenn Sie Ihren Sohn beschreiben müssten, wie würden Sie ihn schildern? Manchmal vielleicht etwas unbeherrscht. Aber das sind viele Menschen. Mhm. Verdächtigen Sie meinen Sohn. Aber ich bitte Sie, ein Mord ist immer das Ende einer Geschichte, nicht? Wir müssen nur zu diesem Mord aufklären, das ist bitter genug. Aber wir müssen auch die richtige Geschichte finden. Es werden ja so viele Geschichten angeboten, nicht? Jetzt muss man wissen, wie war es denn nun eigentlich? War es so oder war es so? Sie bemühen Ihre Fantasie. Oh ja, die bemühe ich, ja. Und was sagt Ihnen Ihre Fantasie? Dass Ihr Sohn eine Prostituierte besucht hat. In einer Pension?
In einer Pension. Er hat sie misshandelt, er hat sie getötet. Und weiter? Na, hier im Nebenzimmer wohnte ihr Ersassner, nicht wahr? Er wurde Zeuge oder sogar wurde er Mitwisser dieser Tat. Und ihr Sohn? Ja, der erkaufte sich sein Schweigen. Das haben Sie ja übrigens auch getan. Sie haben ihm eine Stellung besorgt. Ja, es muss eine gute Stellung gewesen sein. Der Mann, er war selten so fröhlich. Er war von heute auf morgen, war das ein ganz anderer Mensch. Das ist wirklich eine fantastische Geschichte. Aber ich frage mich jetzt, was geht in Ihnen vor, die man zur Mitwisserin gemacht hat? Und auf diese Weise an dem Mord immerhin doch ein bisschen beteiligt hat. Ja, ja, natürlich, Sie nehmen das auf sich, das ist klar. Weil Ihr Sohn der Mörder ist. Ist Ihre Geschichte zu Ende? Ja, meine Geschichte ist zu Ende. Ich verabschiede mich. Dorthin bitte. Danke. Ja, okay. Und ist das genau passiert? So, wir nehmen jetzt Ihre Fingerabdrücke. Was, meine Fingerabdrücke? Treten Sie bitte einen Schritt zurück und geben Sie mir Ihre rechte Hand. Sie kennen doch Herrn Holzinger. Herr Sassner, wir wollen von Ihnen wissen, wann und wo Sie ihn kennengelernt haben. Wir haben eine Menge Abdrücke, die wir jetzt mit Ihren Abdrücken vergleichen werden. Ich habe es Ihnen gesagt, ich habe Herrn Holzinger nur einmal gesehen, zu Hause bei seiner Mutter. Das haben Sie gesagt. Aber es stimmt nicht. Sie können sich abwischen. Wir haben Abdrücke gefunden. Nein, 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 nicht im Mordzimmer. Da war alles säuberlich weggewischt. Da war ja gar nichts mehr zu finden. Aber Sie haben etwas vergessen. Das Badezimmer. Sie haben gesagt, Sie waren nie in dieser Pension. Im Badezimmer wurden Fingerabdrücke gefunden. Und wenn diese Fingerabdrücke mit den Ihren übereinstimmen, dann kann ich zu Ihnen sagen, Sie waren in der Mordnacht in dieser Pension, in der die Prostituierte umgebracht wurde. Das stimmt mit dem linken Daumen überein. Die Abdrücke aus dem Badezimmer sind mit Ihnen identisch. Sie waren in der Mordnacht in der Pension und Sie haben das Mädchen umgebracht. Ich nehme Sie fest. Herr Sassner, ich beschuldige Sie der Erpressung und der wissentlichen Falschaussage. Meine Frau. Ich habe doch nur meine Chance gesucht.